Herzlich willkommen zur vierten Sondersendung. Heute gab es ja zwei, aber trotzdem ist es die letzte von der Republika 2014 und ich bin Tim und Ralf ist Ralf. Hallo Ralf. Hallo. Hallo Tim. Genau. Und hallo Publikum, denn wie üblich ist das Ganze live mit Menschen. Genau, mit Applaus und Beimengung und viel fehlt es an nichts, nicht mal an Clubmate. Ralf, wie war's denn heute und überhaupt? Tja, was soll man sagen? So der dritte und letzte Tag von so einer Republika ist ja immer von so einer gewissen mentalen Schwere und Zugehangenheit geprägt. Ne? Am zweiten Tag abends geht es dann immer noch hoch her und bis spät und dann so sich zum dritten Tag noch aufzuraffen, ist dann gar nicht so einfach. Über all dem schwebt noch das Sendegate, also wohin man schaut. Kein Licht in Sicht, wobei draußen bricht schon wieder die Sonne durch, immerhin. Stimmt. Ja, es gab nochmal eine kleine Spülung hier, um alle nochmal fit zu halten für das große Finale. Ja, dann leiten wir unser Finale auch mal ein. Hier steht, wir haben jetzt einen Gast. Wo genau. Ist er denn? Wir Friedemann. Haben einen Gast und wo ist er denn? Springt da schon kommt auf er die Bühne. Schon. Hurra. Friedemann Karik, hallo, dein Applaus. Genau. So, ja, jetzt werde ich mal kurz übergriffig und lass mich schön dicht dran. So. Okay, ich wollte immer Hubschrauberpilot werden. Du bist ganz nah dran. Jetzt bin ich da. Hallo. Du siehst auf jeden Fall schon wie einer aus. Hallo. Du hast einen wüsten Talk gehalten. Das heißt, der Talk selber war vielleicht gar nicht so wüst, aber die Anfangsthese war wüst, nämlich Überwachung macht impotent. Ja, jetzt habe ich Angst. Ne? Ja, schon betroffen. Ja, ich habe natürlich auch gesagt, dass ich das natürlich nicht aus direkter Erfahrung weiß. Nee, die These habe ich natürlich ein bisschen angespitzt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, um gleich mal klar zu machen, worum es mir geht, nämlich, dass man gegen Überwachung, die wir alle blöd finden, davon gehe ich jetzt mal aus, dass wir vielleicht andere Geschichten erzählen müssen, anderes Vokabular benutzen, vielleicht auch mal in genau eine Grenze überschreiten müssen, um die Leute da draußen, ja, also nicht uns, wir wissen es ja alle, aber um die Leute da draußen vielleicht doch noch zu aktivieren, was dagegen zu tun. Und meinst du, man muss dann gleich zur Lüge greifen oder ist es nur halb wahr? Naja, also ich würde mal sagen, leicht sexistische Überspitzung. Das ist ja keine Lüge. Nee, man darf natürlich nicht zur Lüge greifen, weil dann macht man sich ja auch gemein mit den Überwachungsverteidigern. Die lügen nämlich die ganze Zeit, auch ganz bewusst. Aber man kann definitiv, glaube ich, bessere Geschichten erzählen als das, was wir jetzt gerade erzählen. Also wir haben ja so das Modewort Narrative, ne? Also so kleine DNAs von Geschichten, so Privatsphäre oder der gläserne Bürger als Metapher. Ne? Und die scheinen ja offensichtlicherweise nicht so richtig zu wirken oder zu verfangen. Und da kann man natürlich dann lange analysieren, warum nicht. Aber ich sehe eher so den konstruktiven Ansatz, den finde ich gut, dass man sich überlegt, was könnte man denn für andere Narrative formulieren? Und dann, klar, streicht das impotent, ja, aber impotent heißt ja eigentlich im Wortsinne ohnmächtig. Und da steckt ja dann schon viel drin, nämlich, dass es eine Machtasymmetrie gibt, immer bei Überwachung. Also, dass viele Leute überwacht werden und deswegen ohnmächtig sind gegenüber ganz, ganz wenigen, die die Macht über sie haben. Solche Geschichten werden für mein Empfinden zu wenig erzählt und vielleicht wäre das eine Aufgabe für uns, schlauen Netzmenschen, wie auch immer, die zu formulieren. Was ich an deinem Talk wirklich schön gebaut fand, war, dass du zum einen zwar sehr durchaus populäre Slides drin hattest und das Ganze auch einen hohen Unterhaltungswert hatte, aber dass es nicht an einer wissenschaftlichen Grundierung fehlte des Ganzen. Also du hast zum einen viele Wissenschaftstheorien über Überwachung und was sie mit den Menschen eigentlich anrichten drin gehabt und zum anderen dann auch noch ein paar Statistiken aktuelle. Ja, das kommt, also vielen Dank für das Lob. Es kommt daher, dass wenn man mal anfängt zu googeln und man sucht mal Studien zur Überwachung, da findet man interessante, gute Sachen. Mhm. Es ist ganz klar, 1975 war die Studie zum Chilling-Effekt, die auch manchmal zitiert wird, oder der Effekt wird zitiert, dass Überwachung eben abkühlt eine Gesellschaft, ein Individuum in seinem Verhältnis zur Gesellschaft abkühlt, Meinung abkühlt, konformistisches Denken anregt. Die gibt es seit 1975, die ist auf dem Markt quasi. Die wird viel zu wenig genutzt, da gibt es viele, viele andere Studien. Ich glaube, dass da auch wieder Geschichten drinstecken, die man erzählen kann. Und das müssen wir viel mehr nutzen. Und auf der anderen Seite hat neulich zu mir wieder ein Freund gesagt, ihr habt ja total recht, aber der erhobene Zeigefinger nervt. Das heißt, ich glaube, wir müssen auch überlegen, wie können wir unterhaltsam diese Geschichten auch verpacken. Und wenn ich auf eine Bühne gehe, auf der Republika, und ich habe eine Stunde Zeit und eine Stunde Aufmerksamkeit meiner Zuhörer, dann muss ich fucking entertainen.
es führt kein Weg dran vorbei. Das ist auch ein gewisses protestantisches Arbeitsethos, was da in mir Bahn bricht. Ich möchte, dass die Leute wenigstens zweimal gelacht haben oder zur Not zweimal gesagt haben, was erzählt der Idiot. Aber ich muss ein bisschen Gas geben und ich glaube, dass wir diese diffuse Masse an Neuländern und Offlinern, die da draußen wartet und bisher sich nicht richtig regt, die kriegen wir eben nur auf unsere Seite und es ist wahnsinnig wichtig, dass wir die kriegen, indem wir sie auch unterhalten. Zum Thema zweimal zum Lachen kriegen, ich verdanke dir meinen populärsten Tweet der letzten paar Monate. Welcher war's? Die Sache mit der Bibel, möchte sie nochmal zum Besten geben. Dann darfst du auch noch mir eine Brücke, dass ich die Pointe nochmal machen kann. Ich kann ja erzählen, warum ich das Beispiel benutzt habe, und zwar wollte ich zeigen, dass Überwachung schon uralt ist, dass eine ganz, ganz bekannte Geschichte auch auf Überwachung basiert, nämlich Maria, Josef und der kleine Jesus, sind ja vor König Herodes, glaubt man dem Matthäus-Evangelium, geflohen, weil der eine Volkszählung initiiert hat, um dann die Erstgeborenen umzubringen und so weiter und so fort. Ja, aber sie wollten diese Volkszählung nicht über sich ergehen lassen, weil sie Angst hatten vor den Konsequenzen dieses Machtinstrumentes. Dass er wusste, da ist ein jüdischer Erstgeborener, der könnte der nächste König von Judäa werden, den bringe ich lieber um. Ist eigentlich genau das, was wir immer sagen, weswegen wir keine Überwachung brauchen. So, und jetzt kann man natürlich sagen, naja, es ist die Bibel und ich glaube da nicht dran oder so. Und deswegen habe ich gesagt, um es vielleicht den Netzmenschen zugänglich zu machen, die Bibel, wer sie nicht kennt, ist eigentlich eine sehr frühe Form der Wikipedia. Jeder durfte reinschreiben und alle haben es geglaubt. Ja, und ich meine, es ist ja auch nicht so, dass die Geschichte sich nicht schon wiederholt hätte. Ne? Ich will jetzt nicht ein großes Fass aufmachen, aber auch so die Holleritmaschinen und die Einwohnererfassung der Nazis war ja dann letzten Endes exakt auch nichts anderes und auch mit vergleichbaren Konsequenzen. Hattest du auch in deinem Talk, genau. Das genau, die Rosalisten oder in den Niederlanden, die Juden, die, also eine erschreckende Zahl, dass in den Niederlanden die höchste Todesrate der Juden zu beklagen war nach der Herrschaft des Dritten Reichs von 73%, weil die Niederlande in der Vorkriegszeit ein sehr fortschrittliches Melderegister hatte, in dem genau drin stand, wer Jude ist und wer nicht, und das fiel den Nazis in die Hände. Dein Talk war noch aus einem anderen Aspekt bekannt, weil es einer der ersten war hier, die auf so einer Silent Stage stattfanden. Das heißt, ja. Das muss man vielleicht mal erklären, weil was in den bisherigen Sendungen noch gar nicht mit drin hatten, was hier in der Republika ein bisschen neu ist, ist, dass es zwei Stages gibt, nämlich 3 und 4, auf denen die ganzen Hörer mit Kopfhörern sitzen, die über Funk das Speaker-Signal reinbekommen und ansonsten ist es also quasi komplett still im Saal. Wie fandst du das als Vortragender, wenn du da eine Bank von blau blinkenden Kopfhörern vor dir hast, aber eigentlich, ist das was anderes? Naja, also seit ich hier sitze, seit 5 Minuten, weiß ich, wie sich meine Zuhörer gefühlt haben, wenn man diese Stimme so präsent auf dem Kopf, im Kopf hat. Man muss dazu natürlich vorher sagen, dass die Republika das nicht einfach aus Jux und Dollerei gemacht hat oder wegen irgendeinem Sponsor oder so, sondern weil sonst Lärmbelästigung von anderen Bühnen irgendwie zu befürchten war. Das hat man auch gemerkt, wenn an der Bühne nebendran, die ja nur durch so eine Fahne getrennt ist, wenn die da klatschen oder lachen, dann stört das natürlich schon. Insofern kann man das schon verstehen. Es ist für den Vortragenden insofern nicht so ganz dankbar. Gerade auch mein Vortrag zielte darauf ab, ein bisschen Interaktivität zu schaffen, dass eben mal jemand lacht oder mal jemand aufsteht und sagt, du Idiot oder wie auch immer, ja, dass also was passiert. Und das war so ein bisschen gedämpft, ja, also im wahrsten Sinne des Wortes gedämpft. Und ich habe jetzt mir auch das Video so ein bisschen angeguckt, obwohl man sich selber natürlich immer nicht erträgt, aber ich habe es mir zu Schulungszwecken angeschaut und da kommt die Atmosphäre natürlich auch nicht so richtig rüber. Ne? Es ist sehr leise. Eine sehr merkwürdige Akustik, weil man dann so als Störgeräusche die andere Bühne hört, aber eben nichts aus dem Raum selber, so als ob alle vollkommen gelangweilt und so. Oh, ja, und das ist sehr schade, so. Weil natürlich sind die Leute total amok gelaufen und fanden es mega geil. Und ich habe einen Witz über einen Kumpel von mir gemacht, den Basti Obermeier von der SZ, und habe gesagt, er ist ein sehr schlechter Fußballer und alle haben gelacht. Und er hat mir dann danach geschrieben, ja, das ging schön nach hinten los, keiner hat gelacht. Und ich habe gedacht, die haben schon gelacht, aber man sieht es auf dem Video halt nicht. Das ist ein bisschen das Programm fährt so in der virtuellen Umgebung, hat man so den Eindruck. Es ist irgendwie genau. Nicht so das nackte Material. Ich denke, das muss nochmal überdacht werden. Exakt, das ich. Waren meine also, Worte auch, Tim. Gut, dann sind wir uns da ja einig. Trotzdem hast du wahrscheinlich danach Feedback noch einsammeln können, so in der Realinteraktion. Und weiß nicht, was für Fragen kamen da so auf? Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute dann doch, ich weiß nicht, inwieweit du das thematisiert hast, weil ich jetzt in dem Vortrag nicht war. So ist ja immer die Frage, gut, einer kann's, ja, was machen die anderen? Wie übernehmen die diesen Narrativ? Ja, genau, also erstmal dieses einer kann's, das habe ich schon im Vortrag versucht, so ein bisschen zu brechen. Ich habe gesagt, ich kann's nicht. Ja, solche Narrative, die wir vielleicht brauchen, die bilden sich ja im Teamwork
Crowd, wie auch immer, einer hat eine Idee und der andere formuliert es nochmal um. Also ich habe so Vorschläge gemacht und ich habe aber auch ganz klar gesagt, die sind total Beta und da fällt bestimmt irgendjemand was Besseres ein. Das ist einfach die Natur der Sache. Was dann daraus folgt, also bisher hat mir jetzt noch keiner geschrieben und hat gesagt, ich habe die Idee, schau mal, ich hoffe, das passiert vielleicht noch oder irgendjemand also, anders. Lobo hat ja eigentlich genau dasselbe gemacht dann abends, ne? Also da habt ihr beide quasi denselben Ansatz gehabt. Nein, man muss dazu sagen, Sascha Lobo hat, glaube ich, vor 2 Jahren schon von neuen Narrativen gesprochen. Also das, da so Begriff, fair muss ja, man sein aber, und das ist ja, da hat man ja kein Copyright drauf. Ich glaube, jeder Zweite, der gerade ein Interview zu irgendwas gibt, redet über neue Narrative. Jacob Applebaum genauso. Mhm. Ja, die erste Viertelstunde war deckungsgleich und dann wiederum war deckungsgleich, was der Christian Fliesek aus dem Untersuchungsausschuss erzählt. Also ist nicht so ganz trennscharf, aber um deine Frage zu beantworten, das Feedback war sehr gut. Was mich sehr gefreut hat, war, dass viele Journalisten auch aufgesprungen sind, also auch von Blättern, wo man es jetzt nicht unbedingt erwartet, und nochmal gefragt haben und mich sehr schön zitiert haben und man hatte so das Gefühl, da ist ein Verständnis dafür da und auch eine Neugierde, ja, und vielleicht ist es jetzt, ist es so der richtige Ansatz und ich würde mir einfach wünschen, dass so die Netzgemeinde, die es ja nicht gibt, ja, aber die ein großer Think Tank ist, eben immer mit der Frage, die Leute da draußen sind wichtig, welche Geschichten erzählen wir denen, was dann nachher genau die Geschichte ist, also das habe ich auch erklärt, es kann, vielleicht macht jetzt demnächst jemand den Spielfilm dazu oder schreibt den Roman oder jemand anderes hat eine Idee für eine geile Doku oder gießt das in ein anderes Gefäß, ja, was wir da brauchen. Hauptsache, wir stellen wieder in den Vordergrund nicht diese resignative Nabelschau, oh, unser Internet wurde kaputt gemacht, ja, sondern die Frage, wie kriegen wir die da draußen dazu, uns zu helfen. Okay, Friedemann, vielen Dank. Der Talk ist schon online. Ich würde ihn wirklich extremst zum Nachschauen empfehlen. Also das ist, finde ich, auch ein guter Talk, den man so seinen Eltern zeigen kann. Du bist ja auch, glaube ich, sonst am Senden, wenn ich das richtig sehe. Auf deiner Homepage gibt es auch Videos, in genau, denen du Berichterstattung machst. Ich mache so ein kleines Videoformat, das heißt Videoschmock. Das ist ein satirischer Spaziergang. Da laufe ich so 3,5 Minuten durch die Stadt und werde gefilmt und rante so ein bisschen über ein Thema, das kann man sich auch mal anschauen und vielen Dank für das Lob und das mit den Eltern. Naja, ich habe auch eine Folie drin mit einem Röntgenbild, wo sich ein Mensch eine Mineralwasserflasche in das Rektum geschoben hat, um die Metapher der gläserne Bürger mal zu erklären. Also vielleicht mit den Eltern nochmal, muss man sie dann vielleicht warnen. Okay, gut, vielen Dank. So, weiter geht's, denn wir wollen ja auch wieder einmal nicht nur über die Inhalte berichten, sondern auch hinter den Kulissen und wie es hier schon, kann man schon von Tradition sprechen, wenn wir jetzt das zweite Mal hier auf der Republika senden, wie auch immer. Wir wollten natürlich auch einen Einblick erhalten in das, was immer alle am meisten interessiert bei so einer Konferenz. Wie ist denn das mit dem Netz? Genau. Wetter. Geht da was? Warum interessiert das alle? Wetterfrosch, ja, warum interessiert das alle? Ich meine, die treffen sich doch hier, um miteinander zu reden. Das hat er eigentlich schon ganz clever gesagt, finde ich. Da ist auch schon was dran. Also im letzten halben Jahr gibt es ja durchaus wieder so dieses, jetzt wollte ich schon wieder ein Narrativ sagen, also diese Bewegung so, oh, ich muss doch wieder mehr offline gehen und so weiter. Aber letztendlich, wenn sie sich hier alle aufeinander hängen, dann ich weiß, brauchen diese sie Stoff. Offline-Welt, ja, das geht das setzt mal gar sich nicht durch. Ja, Wetterfrosch, so nennt man dich. Matthias Mildau, du warst hier Teil des Netzwerkteams. Was war so deine wesentliche Aufgabe? Chef vom Dienst. Chef also vom Dienst. Also wirklich das Ding so ein bisschen koordiniert zu bekommen. Wir hatten das letztes Jahr erfolgreich mit dem Team von PicoZell, Clemens und Ralf, gemacht und hatten uns da zu dritt im Kern eigentlich aufgeteilt. Ich war schon vorher hier auf dem Gelände angestammt, kannte jede Dose mit Namen und so und gehöre auch ein bisschen zu dem Team, was die Veranstaltung macht. Und dementsprechend ja, durfte ich das dann koordinieren und die Organisation machen. Jetzt ist uns leider ein Kollege, der sozusagen ein Layer machte, verstorben vor einigen Wochen und den musste ich auch so ein bisschen mitersetzen. Und ich musste vor allem hier unseren Meister von der Intelligenz, Clemens, irgendwie mit dabei halten. Und ihn quasi als Co-Chef einspannen. So. Wie viele Tage vorher seid ihr hier, also wie viel Vorleistung vor dem Event in Zeit musste hier geleistet werden? Also ich glaube, vor 3 Wochen sind wir hier eingezogen. Ja. Und dann nicht mehr gegangen? Und dann gab es Pizza, Burger, Döner. Oha. Na, lecker. Also es ist quasi die erste Infrastruktur, die eigentlich überhaupt in Angriff genommen wird. Ist warum der Kühlschrank bei uns im Lock. Ja, genau. Warum dauert das so lange? Naja, ich meine, viel zu tun ist. Ist ja nicht so, dass jetzt vor 3 Wochen die Veranstaltung aufgebaut wurde, sondern eigentlich nur dieser Netzteil. Damit wurde begonnen und ich meine, wir haben hier ein riesiges Gelände, mit, was ein ehemaliger Postgüterbahnhof ist, da sind dann die Netzwerkdosen auch immerhin, also da gibt es welche unter der Decke, 5 Meter Höhe
und dann so 3, 4 in einer riesigen Halle und dann willst du da irgendwie 30 Aussteller dran tun. Das heißt, da müssen erstmal ganz viele Kabel unter der Decke gelegt werden und Hebebühne und so weiter. Da kann man auch mit mehr Personal und mehr Hebebühnen in kürzerer Zeit erschlagen und vor allem hat man noch ganz viel Ausbauten. Die Republika ist hier gewachsen. Das Gelände hat auch vorher nicht alles so mit der Infrastruktur erschlossen gehabt. Das heißt, wir haben neue Teile erschlossen, neue Hallenräume. Mhm. Dann muss natürlich nochmal, wenn man sich schon mal wieder nach einem Jahr ransetzt, auch nochmal alles geupdatet werden. Gibt es mal hier eine neue Firmware und das Ganze will ja auch und eingerichtet lief's? Und schon mal getestet werden. Wie lief's denn? Wir hatten ja bei uns so im Intern immer so die Bezeichnung, das ist das zweitbeste WLAN, was die Republika je hatte. Letztes Jahr war die Wahrnehmung, also ich spreche jetzt erstmal von der Wahrnehmung der Teilnehmer, oh, es funktioniert und sie haben sich alle nicht getraut, irgendwie zu meckern, weil es ja im Gegensatz zu sonst irgendwie ja mal überhaupt und war noch ganz vorsichtig. Und dieses Jahr war da auch schon eine gewisse Vorsicht drin, die das Ganze darüber lästern, dass das irgendwie nicht so schlimm ist. Ab und an schaue ich auch mal in diese Tweets von diesen Teilnehmern, so ist nicht. Ne? Mhm. Aber summa summarum, wir haben mehr Teilnehmer, wir haben mehr Bandbreite. Also wir haben es irgendwie jetzt nicht falsch oder schlechter gemacht, aber es gibt natürlich irgendwie auch andere Punkte, die immer mal einem auf die Füße fallen können, die man dann auch gerne erst während der Veranstaltung merkt, weil so ein Access Point verhält sich irgendwie mit 100 Teilnehmern anders als irgendwie nur mit 2, 3, 5. Hast du da so Zahlen, was so die maximalen Peaks angeht, so im Vergleich zum letzten Jahr? Also maximale Leute gleichzeitig online, Traffic? Gleichzeitig online habe ich jetzt nicht. Traffic, wir hatten letztes Jahr so eigentlich im Schnitt, ich glaube so. Da ist ein Mikrofon, Clemens, wenn du noch mit eingreifen. Ich habe noch mal meinen Souffleur, der kann sich ja auch noch mal... Mikro genau. Nummer 5 ist da. Warte mal, wir müssen das erstmal einschalten. So schnell geht es ja nicht. Nee, muss man dicht dran, dann geht das schon. So, jetzt geht's los. Wir hatten gleichzeitig mal ungefähr 8000 Leute drin, sogar über 8000 Leute. Oder Geräte. Geräte, Entschuldigung, nicht Leute, ja, Geräte. Und ich habe vorhin mal gezählt, wir haben IPv4-Adressen per DHCP vergeben, also so Ekelkram rausgetan, wie ich sagen würde. Nee, aber rausgegebene IPv4-Adressen waren vor einer Dreiviertelstunde 10.659. Nur im WLAN, die Aussteller? Nur im WLAN. Also jetzt nicht die Kabelaussteller. Das sind natürlich nicht alle gleichzeitig hier auf dem Gelände, aber das ist das, was unser DHCP-Server mal verteilt hat. Ob da jetzt ein Troll dabei war, der sich jetzt gedacht hat, oh, ich hack mal meine MAC-Adresse rum und frag mal nach 20 Adressen, weiß ich nicht. Aber also über 10.000 internetfähige, mindestens einmal in Betrieb genommene Geräte über einen Zeitraum von 3 Tagen. Mhm. Ja. Wie viel waren es letztes Jahr? Sechseinhalb. Oha, das ist ja aber eine nennenswerte Steigerung. Das würde ich auch so sagen. Ist das jetzt nur durch eine größere Teilnehmerzahl zu erklären oder haben eigentlich die Leute jetzt noch mehr Stuff dabei? Naja, und dadurch, dass Leute was mitgebracht haben, was sie letztes Jahr zu Hause gelassen haben. Die haben ja immer, sind ja immer davon ausgegangen oder durften davon ausgehen, dass es nicht funktioniert. Da haben wir letztes Jahr den eines Besseren belehrt und dann haben sie dieses Jahr auch nicht nur ihr Telefon, sondern auch mal einen Laptop mitgebracht. Schon werden die Leute übermütig. Wie undankbar. Scheiße, Nutzer. Da waren so viele Torten, nächstes Mal esse ich mehr. Ja, Wetter. Dann seid ihr so zufrieden? Also, Nö. Das ist gut, weil wenn man zufrieden ist, wird es nicht besser. Ja. Wo muss man da ansetzen? Viele Punkte. Also wie gesagt, wir brauchen noch so einen Büro-Nazi, so jemand, der irgendwie am Schreibtisch sitzt und auf die Doku aufpasst. Mhm. So, weil ich irgendwie, also ich habe, wie gesagt, diese Problematik mit zu wenig Personal, neues Personal. Wir haben den Jonathan dazu geholt, den muss man weiterhin behalten, der sozusagen die Physik draußen koordiniert und die Helfer koordiniert hat auch. Aber trotzdem habe ich nicht leisten können, da jetzt irgendwie den Bürojob sozusagen auch nicht zu machen, weil man immer hinterher rennen muss. So vom Organisatorischen her, vom Technischen, wir müssten uns dieses OpenWrt nochmal genauer anschauen. Wir haben da jetzt auch so einen Kernel-Entwickler für die entsprechenden Treiber, die uns da gerade wohl um die Ohren fliegen, wahrscheinlich just zur Stunde am Problem sitzen. Mal gucken, ich glaube, dieses Jahr wird das nichts mehr. Aber verstehe. Na gut, Wetter. Vielen Dank für den Einblick hier in das Geschehen dahinter. Man lernt dann immer wieder, so einfach ist es dann doch nicht. Ja, Wetter. Vielen Dank. Aber es gab ja Netz. Ne? Das muss auch anerkannt werden. Und ab Tag 2 war es auch echt gut. Ja, das hat sich dann schnell eingerappelt. So, dann kommen wir wieder zum Inhaltlichen und auf einen Vortrag, der heute lief. Und wir begrüßen hier als nächsten Gast Florian Alexander Schmidt. Herzlich willkommen im Sendezentrum. Vielen Dank für die Einladung. Ja, du hast geredet über Crowdsourcing.
mit einer relativ großen Bandbreite. Du hattest einen Schwerpunkt auf Design, aber du hast erstmal weit ausgeholt und im Prinzip verschiedenste Modelle des Crowdsourcings vorgestellt. Da waren auch ein paar Sachen dabei, die ich so noch gar nicht kannte und die ich eigentlich auch ganz interessant fand. Insbesondere Sachen, die wie Crowdsourcing auch zur Überwachung eingesetzt wird. Ja, da gibt es ein paar Projekte, die nicht unbedingt effizient funktionieren, aber es gibt auf jeden Fall die Bemühung, quasi Überwachung auch outzusourcen oder zu crowdsourcen. Zum Beispiel in Texas die Grenzüberwachung und in England gab es einen Versuch, die Ladendiebstähle einzuschränken, indem man quasi die Kameraüberwachung der Läden an die Crowd ausgelagert hat und wo dann Prämien gezahlt wurden, wenn man irgendwie jemanden überführt. Und was durchaus noch läuft, ist von der britischen Polizei etwas es ist, glaube ich, eingerichtet worden, als die Riots in London waren, um halt quasi so Steckbriefe sich aufs iPhone per App runterzuladen und dann in seiner Nachbarschaft zu schauen, wen man da jetzt irgendwie melden kann. Also so ein Zwischending zwischen virtuelle Headhunter und Blockwart. Genau, so ein super, Blockwart total, 2.0. Total, ja, das ist großartig. Ja, genau, das finde ich auch. Da fällt mir übrigens gerade ein, den Namen habe ich jetzt gerade nicht parat, aber vielleicht kennst du das auch, es lief doch mal auf Arte so ein Hoax-Film, der die angebliche Situation in Island geschildert hat, dass die Überwachungskameras alle im Fernsehen übertragen werden und wie glücklich die Gesellschaft doch jetzt sei. Kennst du das? Nee, leider nicht. Film? Ein hervorragendes Ding und das wurde sozusagen so voll seriös angekündigt und wurde nicht klar gemacht, dass das eigentlich ein totaler Hoax war. Und danach liefen alle ganz aufgeregt durch die Straßen so, oh Gott, in Island und so weiter, was für Zustände etc. War aber einfach eine Vision, die jetzt quasi mit dem, was du auch sagst, zumindest in Teilen, durchaus auch Realität wird. Ja, das Bittere daran ist, dass sich scheinbar extrem viele Leute finden, die das auch machen wollen. Also sowohl das Texas-Projekt als auch das britische Ladendiebstahl-Projekt, die sind irgendwie gerade so so halb offline und sagen, sie kommen bald wieder, aber sind so am Restrukturieren, weil die halt irgendwie Effizienzprobleme hatten. Sprich, es ist halt teuer, diese ganzen Kameras zu betreiben und es wurden aber nicht genug Leute gefunden, die also jetzt quasi überführt, aber es gibt ganz viele Leute, die enttäuscht schreiben, wann das denn jetzt endlich wieder online ist, weil sie halt weiter wieder diese Überwachung fortführen möchten. Und das finde ich schon relativ schockierend. Also die technische Notwendigkeit dafür besteht, also ich gucke immer ganz gerne Person of Interest und da hat man ja eher so die Vision, ist alles schon komplett computeranalysiert, ne? Kaum bewegt sich was, komme ich irgendwie ins Face-Tracking rein und sowas. Ist es schon effizienter, dann nach wie vor Menschen eigentlich für sowas einzusetzen? Mit den technischen Details kenne ich mich da nicht so aus, aber ich weiß, dass es alle möglichen Algorithmen gibt, die so Richtung von wer verhält sich komisch auf dem U-Bahnhof und so weiter dann halt eingreifen, aber was vielleicht dann zu dem größeren Crowdsourcing-Thema wieder überleitet, ist halt der Punkt, wenn es so billig ist oder quasi umsonst halt einfach unendlich viele Leute daran zu setzen, warum dann sich die Mühe machen, mit der Technik rumzuschlagen quasi. Also es ist ja dann, also häufig ist es, also lange gab es ja den Glauben, dass Artificial Intelligence ganz, ganz viele dämliche Aufgaben einfach schnell übernehmen würde. Mhm. Und das trifft nicht ein und es wird wahrscheinlich auch verlangsamt dadurch, dass es einfach genug Leute gibt, die es einfach freiwillig machen und die man nicht extra technisch programmieren muss. Aber dein Kernthema ist ja eigentlich Design. Du bist selber auch Gestalter, richtig? Mhm. Ich musste dann leider noch ein paar andere Vorträge noch parallel beobachten, aber du hast vor allem das Beispiel 99 Designs, so eine Website für Crowdsourcing, wo Leute so ihr Logo finden können und bist dann auch darüber relativ schnell so auf das Thema Ausbeutung durch Crowdsourcing gekommen. Das war dann schon so ein Fokus in deinem Talk. Mhm. Ja, 99 Designs kann man so beschreiben als so die Hunger Games der Gestaltung, würde ich sagen. Also es ist halt schon relativ drastisch und ist halt kein nachhaltiges Modell, um irgendwie Arbeit zu organisieren, zumindest aus Sicht der Leute, die dort arbeiten. Nicht. Ja genau, ich habe mich mal gefragt, wie wird das in dieser Designergesellschaft zur Kenntnis genommen. Also es gab da ja durchaus auch Proteste. Ja, die Designer hassen das natürlich. Mhm. So zumindest die irgendwie halbwegs im Beruf drin sind. Und es gab halt alle möglichen Initiativen, die versucht haben, darüber aufzuklären und da auch rechtliche Beihilfe zu leisten und so weiter. Aber die haben irgendwie das nicht geschafft, da wirklich den Punkt rüberzubringen. Also es gab
eine Initiative in Deutschland, zum Beispiel Fidius für faire Wettbewerbe, die haben jetzt halt, glaube ich, letztes Jahr den Betrieb nach Jahren eingestellt, weil die einfach nicht mehr dagegen angekommen sind. Also weil es halt viel, viel schneller wächst, als man da irgendwie Aufklärungsarbeit oder juristischen Beistand leisten kann. Also Hunger Games ist amüsant, aber natürlich jetzt noch nicht so ganz die treffende Bezeichnung. Kannst du mal ganz kurz das Spielprinzip von 1990 Designs erklären? Okay, das Spielprinzip ist so: wenn du jetzt ein Logo suchst für deinen Radiosender, dann kannst du da halt hingehen und sagen, du bist bereit, irgendwie 400 Euro für das Logo zu zahlen. Mhm. Und dann nimmt 99 Designs, obwohl sie das nicht öffentlich kommunizieren, sondern eher versuchen zu vertuschen, nehmen 40% von deinen 400 Euro einfach mal gleich weg. Also die nehmen dann 120 Euro in dem Fall, dann bleiben 180 Euro über und die teilt sich dann halt die Community von Leuten, die halt, oder die Crowd von Leuten, die dann in Vorleistung geht und Logos produziert, und im Schnitt werden halt dann für die 180 Leute, also für die 180 Euro werden 116 Logos produziert. Das heißt, der Preis pro Logo liegt dann halt quasi bei 1,50 Euro oder so. Und dann entscheidet der Auftraggeber, wen er quasi bezahlt, obwohl er ja eigentlich alle Logos sieht. Und der Auftraggeber hat auch die Möglichkeit zu sagen, es gefällt mir eigentlich alles nicht, ich zahle jetzt einfach mal, bezahle niemanden. Und ja, so, das ist und so. Und geht danach zu seinem Lieblingsdesigner, der sagt, hier, das sah ja gar nicht so schlecht aus, mach das mal. Genau, oder man kann sich auch vorstellen, dass eine Agentur einfach mal sagt, ich gebe jetzt mal 400 Euro für ein Brainstorming aus, für so die 120 naheliegendsten Ideen, die wir dann nicht machen. Und dann oder machen so. Wir einen Pitch, um das Ding dann für 3 Millionen zu verkloppen. Zum Beispiel. Ja. Also die Möglichkeiten sind da, denke ich, aber trotzdem nehmen eine Menge Leute daran teil. Ja, durchaus. Also 300.000 Leute sind da registriert. Das ist wie bei all diesen Webgeschichten, dass man nicht weiß, wie viel da jetzt Karteileichen sind. Mhm. Aber es ist schon, also wirklich jedes Jahr verdoppelt sich das und auch deren Einnahmen und so weiter. Und die akquirieren halt auch sehr viel Venture-Kapital und sind generell im Wachstum. Und 99 Designs ist die größte von diesen Plattformen, aber es gibt Dutzende andere, die das Prinzip wiederholen. Mhm. Und die Motivation derjenigen, die dort dann eben sich dem unterwerfen und mitmachen, ist letztendlich, okay, ich bin eben noch kein irgendwo schon arrivierter Designer mit irgendwie Festanstellung oder einem riesen Kundenstamm, halte mich aber trotzdem für hochgradig talentiert und hoffe mir daraufhin halt on the long run irgendwie einen Namen zu machen und erstmal einen ersten Schritt überhaupt in die Szene und in Verträge reinzukriegen. Das ist ein Faktor, und ein anderer Faktor ganz wesentlich ist Globalisierung. Also die Leute kommen halt aus 190 Ländern oder so, und wenn ich halt in den Philippinen sitze oder in Indonesien oder so, dann ist halt die Chance, vielleicht ab und zu mal 180 Euro zu gewinnen, ausreichend genug, um dort vielleicht mitzumachen. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch so einen Moment der Selbsttäuschung, wo Leute denken, ich bin ja viel besser als die anderen, das ist so viel Schrott, das kann ich irgendwie besser. Dann, meine Chancen, da zu gewinnen, sind ja viel höher als die bei den anderen, die der anderen. Wobei aber natürlich man trotzdem der Subjektivität des Kunden ausgeliefert ist, der dann am Ende eigentlich nach Gutdünken entscheidet. Und der natürlich auch das Problem hat, wenn man jetzt keine Ahnung von Design hat und plötzlich halt dann über 100 Lösungen für sein Problem kriegt, man muss dann auch noch auswählen und man braucht ja eigentlich dann doch wieder Know-how, um zu wissen, was ist da jetzt die sinnvolle Lösung. Also ich habe ehrlich gesagt an so einem Prozess mal mitgewirkt, aber auf Seite der Aussuchenden dann halt hinterher. Mhm. Also wenn man auf der Suche nach einem Logo ist, ist das schon ein sehr eleganter Weg als Kunde. Ne? Mhm. Also ich hatte auch die klassischen Prozesse, du schreibst irgendwie 3 Agenturen an und triffst dich mit denen und die verstehen es nicht und so. Und wir hatten auf die Art und Weise hinterher einen Entwickler oder Entwickler, einen Designer gefunden, der uns dann die komplette CI dann durchgestaltet hat, und das war wirklich nur der Auftakt. Der hat also hinterher irgendwie 10.000 Euro bekommen für den ganzen Job. Aber wir haben das einfach so als ersten so, wo kriegen wir die Leute eigentlich her, die uns wirklich verstehen. Das ist natürlich der Idealfall dann auch für die Designer. Wenn sich daraus Folgeaufträge ergeben, dann ist es natürlich super. Also, aber es muss nicht so laufen. Das muss nicht so laufen, und ich glaube auch nicht, dass das jetzt so der Regelfall ist. Fairerweise muss man natürlich auch sagen, für die Designer, wenn es nicht so unglaublich schlecht bezahlt wäre, hat es natürlich auch attraktive Faktoren im Sinne von, dass man halt aus jeglichem Druck und jeglicher Verantwortung raus ist. Das heißt, man kann gucken, fällt einem dazu was ein, dann macht man was, und wenn dann irgendwie der Kunde sich halt als nervig herausstellt oder man doch irgendwie was Besseres reinbekommt oder irgendwie, man muss dann halt sich nie wieder melden, man muss keine Anrufe entgegennehmen von Leuten, die jetzt noch unbedingt irgendwas wollen und so. Also es ist sozusagen so eine komplette Entkoppelung der Verantwortung auf allen Teilen des Geschäfts eigentlich. Und ich glaube, das ist was Leute halt auch attraktiv finden, jetzt als Arbeitende in Crowdsourcing, dass sie halt arbeiten können, wann sie wollen und wie sie wollen, und wenn sie keinen Bock mehr haben, einfach die Kiste ausschalten und ihnen dafür niemand aufs Dach steigt. So.
Ja, war auf jeden Fall ein sehr informativer Vortrag. Du warst leider auch so ein Silent Stage Opfer. Ich denke mal, du wirst auch das ein bisschen für merkwürdig gefunden haben. Ja, das war sehr merkwürdig, ja. Ja. Ja, das wird sicherlich zu debattieren sein, aber nichtsdestotrotz, da kam was rüber. Ich kann Ihnen nur empfehlen, da die Aufzeichnung auch nochmal nachzuhören. Okay. Gut. Dann, vielen Dank, Florian. Und wir springen dann gleich mal weiter, nämlich zu dem Herrn, der dann nämlich parallel in der anderen Veranstaltung für den ganzen Lärm gesorgt hat. Ja, die Bühnen lagen nebeneinander. Meint ihr auf der 3? Ja, ja, er war auf der 3 und musste dann die begeisterten Massen deines Vortrages die ganze Zeit. Ich war Zeit auf der 2, habe aber auch gemacht auf der anderen. So stimmt, das Klatschen. Ja, also gegeneinander außen. Also eine Bind. So, man merkt gleich hier, der Herr ist legt am Mikrofon. Wir begrüßen Moritz Metz und das liegt auch daran, dass du Radiojournalist bist für Deutschlandradio und ich weiß gar nicht für. Angefangen habe ich mal beim Zündfunk vom BR und genau. Mittlerweile habe ich fast für alle ARD-Anstalten gearbeitet und den ORF, aber genau, ein bisschen meistens Deutschland. Am Podcast bist du auch ein wenig. Ihr habt euch da ja auch ein schönes gemeinsames Radiobüro gebaut. Genau, das Radiobüro. Das Radiobüro. Und da machen wir einen Podcast, der ist aber erst bei der ersten Folge demnächst. Ich glaube, nächste Woche machen wir die nächste Folge. Okay, ab 10 ist es ein richtiger Podcast. Ja. Ja, also du hast einen Vortrag gehalten über eine Recherche, die du gemacht hast für ein Feature, das dann wo erschienen ist? Also das Radio-Feature ist erschienen bei Breitband im Deutschlandradio Kultur, so ein Netzmagazin, wo ich auch als Redakteur und Autor und alles Mögliche arbeite. Das läuft immer samstags um 2. Und der Zündfunk, wo ich mal angefangen habe mit dem Radio in München bei Bayern 2 Radio, der hat das dann auch nochmal übernommen. Dazu habe ich das aber eben nicht nur als Radio-Feature gemacht, das ist ja so eine besondere Form, das Radio-Feature, sondern als Audio-Slides bei dem Portal Arte Future. Mhm. Und da kann man das Ganze dann eben noch mit Bildern sehen. Also ich habe das Internet gesucht, mal so ganz grob als Überschrift. Und bei Arte Future sieht man dazu dann noch Fotos, die ich gemacht habe. Man sieht aber auch Links und Karten und das ist gebaut mit so einem Tool, das heißt Popcorn Maker von Mozilla, von der Foundation. Und damit kann man eben in HTML5 so Slides bauen, die dann eben nicht nur Fotos anzeigen, sondern auch Google Maps oder Tweets und alles mögliche andere. Und das war so ein Versuch. Der Kai Meseberg, der Redakteur von Arte Future, hat sich dafür interessiert, wie das funktioniert. Und dann haben wir da halt, mittlerweile sind wir bei 10 Folgen, es sind insgesamt 12 Folgen, die sind alle ungefähr 10 Minuten lang, also ziemlich viel Holz, was da jetzt schon auf dem Server von Arte ja. liegt. Das ist ja jetzt so ein neuer Trend. Ich glaube, die BBC ist da mal wieder vorangeschritten und der Guardian macht, glaube ich, auch einiges in der Hinsicht. Ja, müssen ja nicht unbedingt immer nur die Hörfunk- oder Fernsehmedien sein, sondern können ja auch Zeitungen machen. Also ja. Wächst da so zusammen an der Stelle. Ja, genau. Das ist so eine hypermediale Welt, der wir uns da entgegenrollen. Ich denke, das war auch absehbar für Leute, die da schon immer ein bisschen mehr Einblick gehabt haben. Umso interessanter, dass es jetzt stattfindet. Dein Vortrag war jetzt quasi über deine Recherche und du hast so ausrissmäßig verschiedene Stationen gemacht. Wir müssen es nochmal sagen. Also du hast das Internet gesucht. Das finde ich ja irgendwie ganz gut. Das heißt, du hast nicht der These angehangen, dass es nur eine Box ist. Naja, damit habe ich angefangen. Also ich habe angefangen mit diesem Zitat hier von Senator Ted Stevens. Die... Ah, jetzt müssen wir mal. Wir müssen dich, glaube ich, ein bisschen. Kannst du dein Notebook lauter? Ne, ich bin schon auf Maximum. Okay, dann müsste vielleicht noch an dem. Probier nochmal, wir haben hinten noch ein Line-In und da. Bist du denn sicher, dass das da gerade da rauskommt? Vielleicht kommt das gar nicht raus, aber. Ja, das musst du nochmal sagen. Wir probieren das. And again, the Internet is not something that you just dump something on. It's not a big truck. It's a series of tubes. Also es ist ja ein legendäres Zitat, was seit Jahren immer wieder wiederholt wird. Immer was wieder schön. Dafür steht, wie Politiker das Internet. Senator Ted Stevens war das. Ich fand den Vergleich ja gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Der ist ja noch der Beste. Also ja. Das Internet ist Neuland von Merkel. Das musst du jetzt wieder lauter machen. Das ist wieder die Rede zu... Naja, also auf jeden Fall, die gibt es halt noch. Und dann habe ich noch als drittes Intro-Beispiel Boris Becker genommen, der in so einer AOL-Werbung aus den 90ern gesagt hat, bin ich jetzt drin? Und das steht so dafür, dass das Internet ist so ein Raum, wo man reingeht und wo man dann so drin ist und dann geht man wieder raus mit dem Modem. Also so war das früher zumindest. Ja. Und das hat sich natürlich total geändert. Jetzt ist es eher so wie hier auf diesem Bild, das ihr jetzt im Podcast, im Radio nicht hören könnt. Da ist so ein Typ mit einer Wolke vor seinem Gesicht. Die Wolke ist irgendwie überall, das Internet, aber gleichzeitig ist es ja auch nirgendwo so, man kann es ja nicht mehr so richtig anfassen. Das ist jetzt hier so zwischen unseren ganzen Devices, die da auf dem Tisch liegen. Das ist der Äther.
Ja, genau, der Äther. Jetzt gibt es ihn auch, wirklich. Aber du bist ja dann, du hast dich ja nicht nur mit Zitaten beschränkt, sondern du bist ja dann auch richtig auf Reisen gegangen. Also du hast ja dann Flugzeuge bestiegen und hast das Internet gesucht und Kabelwege bist du abgelaufen. Ich weiß nicht, wo warst du jetzt überall? Du warst beim DE-Zix. Beim DE-Zix in Frankfurt war das so einer der Standardpunkte. Da muss man halt vorbei, gerade in Deutschland. Da berichtet ja auch jeder drüber über das DE-Zix. Das ist ja der weltgrößte Internetknotenpunkt. Am Datendurchsatz gemessen und diese Macher, die beiden, die sind eigentlich so von der alten Schule, die haben das so richtig das Internet in Deutschland hochgezogen, als ein Paket, ein Datenpaket von München nach Karlsruhe noch über Amerika gehen musste, weil es da noch keine Leitungen gab. Davon können die gut erzählen. Interessant war eigentlich zu dem Zeitpunkt, aber ich war da war halt gerade kurz nach Snowden den ganzen Leaks und dann durfte ich nicht in das Rechenzentrum reingehen. Die haben da keine Leute mehr reingelassen, offiziell, weil sie Umbauarbeiten haben. Ich habe ihnen das aber nicht so richtig abgenommen. Ich habe auch telefoniert mit so einer Frau von der Telekom. Da wollte ich in deren Seekabel-Endstelle gehen, in Norden, so heißt der Ort. Da ist dieses THT-14 Tiefseekabel angeschlossen, wo die Briten in Bute auf jeden Fall abhören. Mhm. Und in diesem THT-14, also da in Norden, da wollten sie mich auch nicht reinlassen. Und die wurde richtig fast schon sauer. Diese angeblichen Vorwürfe von diesem Herr Snowden, da wollen wir doch nichts damit zu tun. Wir wollen gar nicht in diesem Licht genannt werden. Das war interessant so. Nein. Das zog sich das aber hilft generell total. Ja. So eine Reaktion. Und es gibt hier nichts zu sehen, gehen Sie weiter. Das sind nicht die Abhöranlagen. Genau. Und in Frankfurt war es dann auch so, dass ich dann auf eigene Faust recherchiert habe. Es gibt ja zum Glück das Internet, wo ganz viel drinsteht. Also standen, ich habe dann die Adresse rausgekriegt, wo eins der DKIX-Rechenzentren, muss ich das ja so vorstellen, sind verschiedene Rechenzentren überhaupt in Frankfurt und die sind über eine Ringleitung miteinander vernetzt. Und so wird dann von dem Level 3 Rechenzentrum mit dem Equinox Rechenzentrum und diesen verschiedenen Dingern, die vernetzen sich untereinander. Die Kabel, die dazwischen drin laufen, die Glasfaserkabel, die sind übrigens nicht verschlüsselt, wie Sie mir verraten haben. Man könnte also auch da sich einfach so ranzapfen. Es ist auch so, dass die Rechenzentren, die US-amerikanischen Firmen gehören, dass die theoretischen Anweisungen aus den Staaten kriegen könnten, dass sie jetzt da mitschneiden müssen. Also ist relativ klar, dass da irgendwo die NSA auch sitzt und der BND sowieso. Das darf man aber nicht sagen, wenn man Kommunikationsdienstleister ist. Da gibt es so ein Gesetz in Deutschland und wenn jetzt der Arnold Nipper oder der Harald Summer von dem DE-Kicks mir gesagt hätten, als ich dort war, warum der BND da, also dass der da abhört, dann hätten sie richtig ins Gefängnis gehen können dafür. Allerdings soll mein Die Stelle finde ich nicht jetzt. Warum kann der BND da nicht? Dazu kann ich nichts sagen. Ach genau, hier. Ich bin jetzt hier mit. Und macht den sogenannten Y-Kabel und leitet dann einmal die Daten dahin und dann dahin. Gängiges Verfahren. Gängiges Verfahren, ja. Passiert das am DE-Kicks? Dazu kann ich nichts sagen. Dass der Bundesnachrichtendienst den Frankfurter Datenverkehr. Blabla. Also, das ist hier dieses Radio-Feature, wo halt dann das alles erklärt wird. Es war aber auch nur eine Station von den vielen Stationen, an denen ich war. Eine war dann zum Beispiel, also ich bin dann auch mal in die USA geflogen und war zu den Rehen in Kalifornien. Da war ich zum Beispiel an dem Ort, wo die erste Internetverbindung der Welt hergestellt wurde, bei so einem altehrwürdigen Professor, der heißt Leonard Kleinrock. Und der stand dann vor so einer riesen Kühlschrank, es war so ein Großfamilienkühlschrank, der Internet Message Processor. Und da hat der 1969 die erste Internetverbindung hergestellt von dort nach Stanford, von LA nach Stanford. That machine over there is the first piece of internet equipment ever. And so I can ask you a question. How many revolutions do you know where you could say exactly when it began and exactly where it began within 4 square feet? Also der Typ ist schon sehr stolz darauf, dass er da die erste Internetverbindung hergestellt hat. Er erzählt dann noch, das war schon ganz lustig. Wollt ihr das hören, wie die abgestürzt ist? Oder das war, glaube ich, das war schon im Vortrag etwas verwirrend. Mich würde jetzt noch mal ein bisschen mehr so interessieren, wonach du deine Ziele so ausgewählt hast. Also was wolltest du eigentlich so vermitteln? Also ich wollte weniger vermitteln, wie jetzt genau diese technische Infrastruktur und wie viel Terabyte jede Sekunde durchs DE-Kicks fließen. Also das ist eigentlich eher langweilig. Also ich fand interessant, wie das Internet die Möglichkeit hat, Orte zu verändern und wie aber auch das Internet sich an bestimmte lokale Begebenheiten anpasst und dann Orte sozusagen das Internet verändern können. Also, und das beides gibt es und es gibt da so ein Bereich dazwischen. Also eins dieser Dinge war zum Beispiel, hier war ich halt auch im Silicon Valley, aber ich habe jetzt gar nicht so viele von den Firmen gesprochen, sondern
Bin dann rumgefahren, wir haben versucht, bei Facebook reinzukommen und zu sagen, hey, wir wollen wissen, wo unsere Daten sind. Das war klar, dass das nicht klappt, das war so Quatsch. Ich bin dann aber zum Haus gefahren von Larry Page, das habe ich auch über das Internet rausgekriegt und wollte mal wissen, wie das da bei dem aussieht, weil er macht ja über Street View auch Fotos von unseren Häusern. Und das war halt so eine Art Sackgasse mit drei Hofeinfahrten. Da bin ich mit diesem Prius als Mietauto dann da so reingefahren, es war schon dunkel. Und ich bin echt so ausgestiegen und habe dann so, ah, jetzt bin ich hier. Und dann kam von hinten, also man sah nicht viel, Überwachungskameras und so weiter, kam von hinten plötzlich ein anderes Auto, ein ziemlich großer Lexus. Ich habe danach noch lange gegoogelt, was für Autos Larry Page als fährt. Das musste aber gewesen sein, sah ziemlich ähnlich aus. Und ich habe dann seine Einfahrt versperrt. Und dann bin ich ganz schnell ins Auto eingesprungen und habe gar nicht mehr richtig Zeit gehabt, zu reportieren. So krass. Und bin dann so ein bisschen aus dem Weg gefahren. Er ist dann da reingesaust und ich weiß nicht, wer von uns beiden jetzt mehr Schiss hatte. Also es ist auch ein bisschen unheimlich natürlich, wenn jemand da so vor der eigenen Haustür auftaucht. Aber du hast bestimmt so einen Ripple-Effekt erzeugt, wo so 10 Millisekunden lang keine Suchanfrage beantwortet wurde. Das hat ja alles Auswirkungen. Ich dachte dann, scheiße, was der jetzt alles über mich weiß. Weil am nächsten Tag waren wir dann beim Infrastrukturchef von Google und haben mit dem geredet über Ästhetik von Rechenzentren, weil die ja, Google hat so eine Kampagne gemacht, wo sie ihre Rechenzentren offenlegen und sagen, so sehen die aus, man kann damit Street View durchlaufen. Da ist aber schon auch viel inszeniert und gefotoshoppt und das war ganz interessant. Bei Mark Zuckerberg am Haus war ich auch noch und der hat sich halt alle Häuser außenrum, die vier umgebenden Grundstücke auch gekauft, damit er mehr Ruhe hat, mehr Privatsphäre. Also das fand ich so eine interessante Sache, die so was halt sagt. Ne? Dann war ich an einem Strand, wo Internetkabel im Meer versinken bei so einer Tiefseestation. Ich wollte eigentlich immer so ein bisschen architekturjournalistisch beschreiben, wie sind diese Orte, wie fühlen die sich an, wo das die wichtig sind fürs Internet und wir wissen es aber gar nicht. So eine Sinnlichkeit quasi. Genau, das so ein bisschen übermitteln. Ein Ding war cool, da waren wir in so einer Kneipe in der Nähe von San Luis Obispo in Kalifornien. Das war so eine Bühne, Last Stage West hieß die, und da hat halt so ein Country-Musiker gespielt und da waren nur drei Leute im Publikum und dann hat er aber das Ganze ins Netz gestreamt, also wie wir jetzt hier. Und er hat gesagt, all you folks in Internetland. Und dann konnte man konnte sich dann Lieder wünschen übers Netz. Und das fand ich total super. Und das hat eigentlich gezeigt, dass es durch das Netz noch so was Ortsunabhängiges, Größeres gibt. Das war eine Sache, die mir wichtig war, dabei herauszustellen. Mhm. Am Ende bist du dann, glaube ich, in Österreich gelandet, wo es auf dem Acker. Auf dem Google-Acker bist du. Das ist meine gelandet. Lieblingsepisode. Ja, das fand ich irgendwie auch sehr schön, weil dann, wie heißt dieser Ort? Kronsdorf in Oberösterreich, das ist bei Linz. Und mit dem Auto kann man da an einem Tag von Berlin hinfahren und da hat Google 60 Hektar gekauft, das ist richtig viel. Also ich habe schon über 100 Fußballfelder. Eher rural, also ist jetzt nicht so ein... Das ist so eine Metropolregion, Power Region heißen die, glaube ich, auch oder so. Also weil da nämlich Steyr in der Nähe ist, die machen so Traktoren und alle BMW-Motoren. Ja. Oder Motorradmotoren, was weiß ich. Aber da ist auf jeden Fall schon relativ gute. Und dieser Bürgermeister, der Christian Kolarik, der hat halt gesagt, das können wir uns jetzt auch anhören, wo ist es denn? Genau hier. Dieser Ort Kronsdorf liegt zwar in einem Fluss und hat alles Mögliche, aber trotzdem dachten die nie, dass sie ein Standortfaktor sind für einen ganz bestimmten Fokus. Uns war nicht klar, dass dieses Umspannungswerk irgendeine Bedeutung jemals haben kann. Uns war selbst nicht klar, dass wir drei Datenleitungen überhaupt in dem Gebiet liegen haben. Und uns war nicht klar auch, dass der Fluss eine Bedeutung haben kann für eine Betriebsansiedlung. Also dort in Kronsdorf hat eben dann Google 60 Hektar Grund gekauft für ein Rechenzentrum, wurde zwar noch nicht gebaut, aber der Ort zeigt verschiedene Dinge. Und zwar erstens, wo das Internet sich so ein Rechenzentrum gerne niederlässt. In Deutschland baut die Telekom gerade bei Magdeburg einen Riesenteil. Dort ist es halt jetzt in Kronsdorf wegen dem Fluss, weil die können das Flusswasser nehmen für die Kühlung. Google versucht eh immer sehr energieeffizient zu sein. Dann haben die dort aber auch Kraftwerke und ein riesiges Umspannwerk, wo sie Strom nehmen können. Die Dinger fressen ja krass Strom. Und unter der Bundesstraße, auf die sie auch stolz sind, laufen lauter Glasfaserkabel, also drei. Und das bedeutet, sie haben halt eine gute Anbindung und das reicht aus. Und da war da halt ein Acker und den haben die zu sehr hohen Preisen gekauft. Aber da ist jetzt noch gar nichts gebaut worden. Das ist seit sechs Jahren nichts gebaut worden. Da wird auch immer wieder spekuliert. Also da am Sportplatz, die Leute, die ich da getroffen habe, die waren so, ja, das wird nie mehr was. So, das war echt lustig auch. Aber hast du es nicht verstanden, dass irgendwo schon Wohnungen gebaut wurden? Genau, trotzdem, das ist das Zweite. Das Internet hat den Ort trotzdem schon verändert, indem nämlich dort einfach so ein wirtschaftlicher Aufschwung passiert ist. Also der Kindergarten hat irgendwelche Fördermittel gekriegt. Und dann haben die halt eine englischsprachige Kindergärtnerin angestellt, machen da Englischunterricht, singen da so Lieder, es war total lustig. There's no bananas in the sky, war so eins.
Das heißt, die warten schon darauf. Andererseits sagen ja? sie, das wäre ja auch sonst so gekommen. Und es wurden halt lauter Wohnansiedlungen gebaut, weil die dachten, ja, wenn da schon Google kommt, dann kann es ja so schlecht dein Grundstoff nicht sein. Und diese Gemeinde floriert auch schon so. Einfach nur so aus dem Versprechen heraus. Das ist ja sehr interessant, weil wenn man sich so die, wie soll man das sagen, Markt ist, glaube ich, eine falsche Bezeichnung, also dieser Trend zu mehr Datacenters, die ja alle jetzt nicht spezialisiert sind, sondern die ja quasi mehr oder weniger alle dasselbe tun, bloß dann eben eine regionale, schnelle Anbindung sicherstellen wollen. Da ist ja relativ viel Vorlauf. Also man kann ja jetzt nicht, wenn man feststellt, oh, wir müssen da mal schneller liefern und die Bandbreite und die Latenz und so weiter, das passt alles nicht. Man kann ja nicht innerhalb von 3 Monaten sowas aufziehen. Und deswegen sind eigentlich alle diese Unternehmen dabei, diese Rechenzentren im Prinzip schon so weit vorzubereiten, dass wenn sie dann eben diesen Bedarf sehen, sagen wir mal in 6 Monaten oder was auch immer dann ihr interner Zeitraum ist, den sie sich da ausgerechnet haben, dass sie dann sozusagen nur noch auf die Go-Taste drücken, schon alle Genehmigungen am Start haben etc. Der Kindergarten wartet auch schon und los geht's und für die 5 Leute, die dann da arbeiten, die können dann auch noch viel mehr werden es ja nicht sein in so einem Rechenzentrum. Ja, ja. Und die Landwirte, die jetzt dieses Grundstück noch bewirtschaften, mit dem habe ich mit dem Bauern auch geredet, mit dem Hackerbauer, der hat gesagt, er ist nicht der Hacker Bauer, sondern der Hackerbauer. Der war super, super Typ. Und der hat halt auch also viel Geld dafür gekriegt, hat es wieder investiert in Waldflächen, aber er bewirtschaftet dieses Grundstück noch, also wo dann mal eine Datenfarm stehen wird, da wachsen jetzt noch Rüben. Und einmal im Jahr darf Google sagen, jetzt brauchen wir es aber dann und ansonsten wird er auch irgendwie entschädigt dafür, für die Rüben, die sie dann da wegpflügen müssen, wenn sie da das Rechenzentrum hinstellen. Aber dass es ein Rechenzentrum werden soll, das steht fest, weil Google hat ja auch andere Facilities. Ich kenne es halt aus dem Massendigitalisierungsbereich, wo sie dann halt so scannen, Farben dahin setzen. Ich weiß aber nicht, ob sie die Arbeitskräfte dafür dann, das würden sie dann, glaube ich, näher in der Stadt. Weil da hast du nämlich dann auch echte Menschen, die dann da wirklich da was tun. Ja. Also das wird schon Rechenzentrum werden, aber die werden das nicht 60 Hektar groß sein lassen. Sondern dieses Grüne außenrum dient denen halt auch als Schutz. Und wenn man sich mal so, das ist auch interessant, die Architektur im Silicon Valley, die machen da echt, die wachsen nicht mehr so nach oben. Da gab es so einen ziemlich interessanten Feuilleton-Artikel von so einem Architekturjournalisten. Die wachsen nicht mehr so richtig nach oben. Facebook baut ja ein neues also wo sie arbeiten, Bürogebäude, riesig großes Ding und Google baut auch sowas. Und das sind eher alles so sehr flache Gebäude, die so naturnah sind. Und auch da sagt der Architekturkritiker aus dem Feuilleton, dass früher haben die Leute halt so Firmen große Türme hingestellt in Manhattan, um zu zeigen, was sie für eine wirtschaftliche Macht haben. Und das ist im Internet verschwimmt das eigentlich eher so. Das geht eher so. Beziehungsweise ist es mehr so die, genau, guck mal, wie viel Platz ist durchschaubar. Das so, denken sich dann diese Star-Architekten, die für die bauen, aus. Und so ähnlich könnte es dann in Kronstorf auch aussehen. In Berlin beim Google-Rechenzentrum war ich auch. Also das weiß nur, also ich bin auch nicht hundertprozentig sicher, dass das ist. Das ist ein geteiltes Rechenzentrum. Immer so ein paar in Europa und aber auch ein paar und mieten sich aber in vielen Städten noch was an. Und da stand ich dann davor, das habe ich in der Nachtrecherche rausgekriegt, wo das ist, in Haselhorst. So ein großes Riesenrechenzentrum, also auch größer als ein Fußballplatz. Und da kam dann gleich ein Security-Typ und hat gesagt, ich darf nicht fotografieren. Also die sind, da sind sie dann sehr protective, weil das ist ja, naja, da sind alle eure Gmails drin. Moritz, vielen Dank für die Einblicke. Wir empfehlen allen hier, deinen Vortrag nochmal nachzuhorchen und natürlich auch die Online-Präsenz da hinterher zu klicken. Wir die Bilder waren toll. Also verlinken das dann alles. Genau, deswegen sind die Audio-Slides am besten zu empfehlen. Die gibt es bei Arte Future und der Link dazu ist auf wodasinternetlebt.de. Ist wahrscheinlich schon alles hier von unserem tollen Shownotes-Team eingearbeitet worden. Ja, vielen Dank. Danke. So, weiter geht's. Wir kümmern uns jetzt auch wieder ein wenig um Daten, aber weniger um die Speicherung, sondern vielmehr um die Veröffentlichung und begrüßen Sebastian Vollenhals, allen besser bekannt als jetzt, auf allen denkbaren Kanälen. Genau. Herzlich willkommen hier in der Sondersendung. Ja, ihr habt mal wieder Daten freigeschaufelt. Du bist ja eh so ein Datenjäger. Ich bin absoluter Datenjäger. Ich bin ja Datenjournalist. Ich arbeite bei Open Data City. Und nach der letzten Republika haben wir uns gedacht, ja, das ist ja alles doof mit diesen Apps und eigentlich könnte man da viel mehr machen. Wir haben ja im letzten Jahr zusammen mit den Leuten vom NOC so eine Visualisierung gemacht, wo wir Daten darüber bekommen haben, wer so wann zu welcher Zeit, anonymisierte Daten natürlich, wer wann zu welcher Zeit in welchem der vielen WLAN-Hotspots eingebucht war. Und wir haben da ein bisschen so ein
so den Plan des Gebäudes und des Geländes gezeigt und gesehen, an welchem WLAN-Hotspot so kleine Pünktchen dann sich versammeln und wie die hin und her huschen. Und eigentlich haben wir gedacht, ja, das müssen wir noch weiter treiben und es gibt zu wenig Daten und da müssen wir mehr machen. Und uns ist die Idee gekommen, dann eine API für diese Konferenz bereitzustellen oder anzubieten. Die Visualisierung, die du gerade beschrieben hast, die habe ich allein in den Talks, die ich hier besucht habe, wurde die dreimal gezeigt und erwähnt, und zwar in völlig unterschiedlichen Kontexten. Wir haben eine gewisse Reichweite, ja. Also das eine war so, schaut mal, so sexy und so schön können Daten sein, ist das nicht wunderbar? Ja. Und im nächsten Talk war es dann, jetzt schaut euch mal diese Scheiße hier an. Ja. Die sagen, es ist anonymisiert, aber da muss ich nur ein bisschen rechnen und dann wird er schon. Es ist anonymisiert, aber es war natürlich möglich, also es gibt zum Beispiel Michael Seemann, den Internetphilosophen, der sehr post-privacy ist, der hat immer eingecheckt, in welcher Stage er war und hat die Leute aufgefordert, guck mal, in welcher Stage ich war und versucht mal rauszufinden, welcher Punkt ich bin. Und das ist natürlich möglich, wenn quasi da so Metadaten öffentlich sind, was auch auf die Gefahr von Metadaten hinweist. Also ich finde, das ist durchaus positiv. Ja. Jetzt muss ich gleich nochmal nachfragen, also es sind ja, also was habt ihr jetzt konkret für diese Konferenz getan? Frag, was die Römer für euch getan was haben. Habt ihr jemals für die was habt ihr jemals für die diese? Gar nicht so viel, wie wir eigentlich gewollt hätten. Also wir hatten einen riesigen Fundus an Ideen. Geworden ist es letztendlich einfach die ganzen Talks, die ganzen Sessions, die Tracks dieser Konferenz und der letzten, weil wir brauchten Testdaten und der Fahrplan zu dieser Konferenz, steht ja immer erst 2 Wochen vorher. Mhm. Das ist viel zu wenig. Wir haben mit der Republika 2013 angefangen, diese Daten in ein einheitliches, sinnvolles Datenformat zu bringen, das alle nutzen können, das unter einheitlichen URLs abgelegt ist, in einem wohldokumentierten, wohlspezifizierten Format, wo darauf zugegriffen werden kann, und haben auch vor, das in den nächsten Jahren wieder zu machen, auf jeden Fall. Was habt ihr da genommen? Also so ein klein bisschen Daten-Nerden kann man schon. Wir haben so ein Format. Da gab es jetzt nichts irgendwie, was uns zugesagt hätte. Also es gibt ja so ein Pentabuff XML-Dings, das war uns allerdings ein bisschen oversized für den Zweck, und wir haben versucht, möglichst viel abzubilden mit möglichst wenig Overhead und haben einfach einen JSON genommen und haben einfach eine kleine Dokumentation geschrieben, wie das Ganze formatiert ist. Da sind wieder keine Namespaces. Nein, da sind keine Namespaces. Das macht doch alles nur Ärger. ja, gut, aber trotz alledem finde ich das ja auch schon mal grundsätzlich eine Intention. Jetzt könnte man ja sagen, das ist jetzt hier alles nur, damit irgendwie die anderen die Anwendung schreiben, dann müssen wir das nicht selber bezahlen. Ja. Was war so der Gedanke dahinter primär? Der Gedanke dahinter, also wir wollten viel, viel mehr machen eigentlich. Wir haben uns gedacht, ja, und das mit diesen WLAN-Hotspots, das wäre ja super, es wäre total großartig, wenn wir dann noch irgendwie so eine Möglichkeit hätten zu sagen, wo bin ich denn gerade, und ich habe da so eine Art Account und ich habe da Freunde und ich habe da Talks, die ich gerne sehen will, und wann ist denn was wo und wo sind meine Freunde gerade, und so ein Buddy-Finder, so. Genau, sowas könnten wir machen, aber auch, dass diese Daten nicht nur vor und während der Konferenz, sondern halt auch danach noch genutzt werden können, indem zum Beispiel dann in diesen Datenobjekten zu den Slides dann auch die Aufzeichnungen mit drin sind und die Transkripte und solche Sachen. Das ist was wir auf jeden Fall noch irgendwie anpacken werden. Es hat leider wir haben uns da auch vielleicht ein bisschen übernommen zeitlich mit unseren ganzen Ideen, und ich glaube, das ist was, was wir weiterentwickeln wollen. Wir haben es leider nur geschafft, diesen Fahrplan da irgendwie in ein sinnvolles Format zu bringen, aber diese ganzen Bells and Whistles haben wir weggelassen aus Zeitgründen, weil wir eben auch noch andere Projekte hatten, und wie das so ist, alles muss zur Republika fertig werden, und dann ist das leider so ein bisschen hinten runtergefallen. Das heißt also, es wird jetzt dann von euch keine vergleichbar mit hohem Sex Appeal ausgestattete Visualisierung geben. Das will ich nicht sagen. Das ist ja, also einerseits habe ich gehört, dass die Leute vom Nocta selber irgendwie ganz tolle Sachen machen und da vielleicht selber irgendwie was auf die Beine stellen wollen, aber wir werden jetzt nach der Republika erstmal schlafen, und wenn wir dann wieder wach sind, dann gucken wir mal, was denn hier so an Daten runterfällt und was man damit noch alles machen kann. Vielleicht bauen wir auch noch irgendwie eine schöne Visualisierung, vielleicht fällt uns dann noch irgendwas ein, aber wir haben noch nicht großartig drüber nachgedacht. Es gibt ja die Webseite zu dem Ganzen, data.republika.de. Da haben wir einen Blog, da werden wir auf jeden Fall veröffentlichen, was wir da noch mitmachen, wenn es weitergeht. Da werden irgendwie natürlich die API, also alles, was wir machen, der ganze Source Code, den wir nutzen, der ist natürlich auf GitHub. Da können natürlich auch Leute Issues öffnen oder Pull Requests machen oder so, selbst dazu beitragen. Und da sieht man natürlich, wenn wir irgendwie das Ganze weiterentwickeln. In was für einer Sprache habt ihr das implementiert? Wir benutzen bei OpenDataCity hauptsächlich Node.js, und so haben wir das auch hier gemacht. Also serverseitiges JavaScript, das ist gerade so ein bisschen der heiße Scheiß.
Das macht sehr, sehr viel Spaß, dann zu entwickeln. Und da können erstaunlich viele Leute erstaunlich schnell reinfinden, weil JavaScript ist einfach eine Sprache, die seit vielen, vielen Jahren da ist, die halt bisher im Browser gelebt hat und jetzt halt auch so auf dem Server oder auf dem eigenen Rechner lebt, mit der man halt viel mehr machen kann, als nur im DOM rumfuhrwerken, sondern eben auch mit großen Datenmengen irgendwie lustige Dinge tun. Mhm. Big Data ist ja generell ein durchaus dominantes Thema jetzt hier auch auf der Republika. Ja. Es gibt ja haufenweise Talks. Warst du da in vielen? Was hast du da so gesehen? Was ist so dein Eindruck als echt jemand, der da in der Szene drinsteckt? Nein, also ehrlich gesagt, ich habe ziemlich wenig Talks gesehen. Ich habe knapp mehr Talks gesehen, als ich selber gehalten habe. Dazu muss man sagen, wie viel hast du gehalten? Drei oder vier? Ich habe drei Talks gehalten. Also wir haben ein Projekt vorgestellt, Lobby Cloud, das wir jetzt gemacht haben in den letzten Wochen, wo es auch so ein bisschen ein Big Data Projekt, wo es darum geht, Lobbydokumente, Lobbypapiere zu veröffentlichen und die irgendwie schön maschinenlesbar zu machen und damit irgendwie diesen Hidden Shadow Teil der EU-Bürokratie ein bisschen mehr sichtbar zu machen. Mhm. Wir haben Redata vorgestellt in einem kleinen Workshop und wir hatten gestern noch ein lustiges Spiel, das auf den Daten der Wikipedia basierte, so von einem Artikel zum anderen durchklicken. Wie hieß das nochmal gleich? Six Degrees of Wikipedia, genau. Nicht 50 Shades of Wikipedia, Six Degrees. Mhm. Wir waren auch wieder auf Stage 6, nächstes Jahr nennen wir es One Degree of Wikipedia und kommen auf Stage 1. Erzähl da mal ganz kurz die Spielregeln, weil das ist wirklich lustig. Es ist wunderbar. Also zwei Leute spielen gegeneinander. Ich habe da so ein Node.js-Ding gemacht, was auch Open Source ist und nicht funktioniert. Zwei Leute sitzen an zwei Rechnern und bekommen zwei zufällige Artikel, einen, von dem sie anfangen. Und einen aus der Wikipedia? Aus der Wikipedia und einen, zu dem sie hin müssen. Mhm. Und sie müssen sich da durchklicken, von einem Artikel zum anderen. Sie dürfen keine Kategorien, keine Listen und so benutzen. Und das um die Wette. Und es gibt da eine komische Formel, die irgendwelche Punkte vergibt. Also je weniger sie klicken, desto mehr Punkte sie haben. Wenn sie natürlich bei dem Artikel rauskommen, wo sie hin müssen, kriegen sie ziemlich viele Punkte. Es sind da noch so Bonuspunkte versteckt. Es gibt irgendwie, wenn man im Kreis klickt und zu demselben Artikel zurückkommt, gibt es irgendwie einen Bonus. Wenn man, das hat bis jetzt noch niemand gemacht, wenn man über den Artikel von Sascha Lobo klickt, gibt es einen Bonus. es gibt, glaube ich, Abzüge für Nazi-Artikel. Es gibt, also da sind lustige Sachen versteckt. Und hin und wieder kommt es dann auch vor, dass es dann einen Geschlechterbonus gibt oder Geschlechtsbonus gibt. Ich mag ja dieses Spiel. Ich bin ein großer Google-Quiz-Fan. Ja. Da bin ich ja CCC-Meister drin mit dem legendären Team damals. Aber das Schöne an diesen Spielen ist eben, man lernt auch etwas über die Datenstrukturen und die Mechanismen dahinter. Auf jeden Fall. Also wenn du dich immer gefragt hast, wie viele Schritte es von Sex zu Kommunismus sind, es sind nicht viele. Das war eigentlich unsere Finalrunde gestern, es waren noch ein paar andere sehr schöne dabei. Ich glaube von Papst Benedikt XVI. Zu Cristiano Ronaldo. Wenn das Karl Marx gewusst hätte, vielleicht hätte sich die Idee dann einfach noch besser Ich glaube, es gibt von Sex nach deutsche Mark, nach sowjetische Besatzungszone, nach DDR, nach Kommunismus. Also es war relativ schnell. Wow. Vielleicht so zum Ausklang nochmal so deine allgemeine Einschätzung der Republika. Wir haben jetzt noch gar nicht so viele Leute danach gefragt. Wie war die Veranstaltung? Du bist ja auch schon seit Ewigkeiten. Ich bin seit Ewigkeiten. Ich habe lustigerweise, ich habe es gerade nicht um, ich habe gestern mein Schildchen verloren, habe dann heute das Schildchen von der Republika 12 mitgebracht, so als Ersatz. Ich habe jetzt ein neues gekriegt, aber es war lustig. Ich bin seit Ewigkeiten auf der Republika. Ich kann mich noch an den Fittichstadtpalast und die Kalkscheune erinnern. Mhm. Damals war sehr lustig. Ich habe, glaube ich, vor... Ja, das ist noch nicht damals, drei Jahre. Ja, 2009 oder so. Also ich weiß noch, das war noch eine einstellige 2000er-Zahl, als ich zum ersten Mal auf der Republika war. Ich war nicht von ganz Anfang dabei, da habe ich noch nicht in Berlin gewohnt und mich noch nicht so sehr dafür interessiert, für diese ganzen Soft-Nerds. Schöne Bezeichnung. Soft-Nerds. Ich bin ja mehr so ein Hard-Nerd, der auf Dächern steigt und Freifunkantennen schraubt manchmal. Ja. Aber was ist dein Eindruck? Also wie empfindest du die Veranstaltung? Ist ja auch zumindest, also Geräte gab es auf jeden Fall deutlich mehr. Ich vermute es mal, dass es mehr Geräte. Sie ist ein bisschen länger geworden, weil es eben diesen, also ich finde ja beim Kongress klauen ist was man durchaus machen kann und den Tag Null zu klauen, finde ich eine absolut grandiose Idee. Ja, das war super. Mhm. Also die können wir, glaube ich, alle. Es gibt ja auch genug Ideen, die wir zurück auf jeden Fall, können, auf jeden Fall. Also die Konferenz ist ein bisschen länger geworden und ich habe auch den Eindruck, sie ist ein bisschen breiter geworden.
einerseits von wie breit die Leute sind. Ich habe ja gesagt, das ist das Klassentreffen des Internets. Und aber auch thematisch auch irgendwie, es sind so viele Veranstaltungen und wenn man sich die iPhone-App von Herr Toto anguckt, man muss eigentlich mehr links rechts scrollen als oben nach unten. Also es ist nicht nur irgendwie zeitlich ausgereizt, sondern auch irgendwie in der Anzahl der Veranstaltungsräume ausgereizt. Das ist ja Wahnsinn. Aber wie empfindest du das jetzt so inhaltlich? Also siehst du da über die Jahre so einen Trend? Ist ja das empfindest du genug Ausgewogenheit zwischen so aktivistisch-politischen Themen, in denen du auch selber sehr zu Hause bist, versus Internet-Business? Es entwickelt sich auf jeden Fall. Also ich denke, es ist noch Luft nach oben. Es gibt immer eine Möglichkeit, noch viel diverser zu werden, noch viel breiter an Sachen ranzugehen, noch mehr Themen vielleicht auf die großen Bühnen zu holen, die sonst irgendwie eher marginal sind und denen mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Aber ich muss sagen, die Republika hat sich da sehr verdient gemacht in den letzten Jahren, das auch zu tun. Also wie gesagt, da ist noch Luft nach oben, aber es ist die Themen sind sehr divers und sehr vielfältig und das ist was mir sehr gut gefällt. Es ist nicht irgendwie so, wir brauchen mehr Hardhack-Themen und wir müssen mehr über Krypto reden, sondern es ist das genaue Gegenteil davon. Wir brauchen mehr soziale Themen, wir brauchen viel mehr unterschiedliche Blickwinkel. Wir sind eine globale Community und ich denke, der globale Blickwinkel ist dann absolut richtiger an der Stelle. Ja. Das hat aber schön gesagt. Das hast du schön gesagt, ja. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt schon unsere nächsten Gäste? Da lauert doch schon was. Jetzt, vielen Dank. Ich danke euch. Ich musste schneller aus dem Talkhaus, um hier zu sein. Und ich hoffe, es war es wert für euch. Auf jeden Fall. Also für mich war es das. Gut, wunderbar. Das ist doch super. Dankeschön. Danke. So. Und weiter im Programm. Jetzt muss ich auf Notizen zurückgreifen. Wir begrüßen jetzt. Oh, jetzt wird es ein bisschen schwierig mit den Namen. Paola Spagnoletti. Ja, so das ungefähr. Bist du? Ja. Okay, wunderbar. Und Celine Keller, hallo. Ja. So, ich rück euch nochmal ganz kurz ein bisschen. Herzlich willkommen hier in der Sondersendung. Und willkommen zum Thema, was ich immer sehr, sehr mag und was wir versuchen, in jede Sondersendung reinzubringen, nämlich so das Artwork eigentlich der ganzen Veranstaltung. Das ist ja durchaus wieder ikonografisch. Vielleicht können wir mal nach oben scrollen auf der Homepage, damit wir das auch sehen, worüber wir gerade reden. So, also den Header-Bereich, genau, das ist schon sehr gut. Also das Motto war ja Into the Wild. Das kommt, also erstmal, wer seid ihr, wo arbeitet ihr, damit wir das überhaupt noch mal kurz einordnen können? Wir sind Nena TV. Mhm. Wir arbeiten zusammen seit schon einer ganzen Weile. Ich glaube 9 Jahre mittlerweile. Paola kommt aus Argentinien und da haben wir auch uns kennengelernt. Wir sind erst seit ein paar Jahren wieder hier in Deutschland und wohnen im Moment in der Nähe von Wiesbaden und arbeiten auch da. Und seid also einfach eine Agentur, die halt genau. Grafik und Design Dinge. Ja, wir machen Stage Design und Motion Graphics und Animation und all das, was wir da sehen. Und wie seid ihr mit der Republika so in Kontakt geraten? Ich spreche nur ein bisschen Deutsch. Ja, das reicht ja. Das ist schwierig für mich. Wir sind mit der Republika in Kontakt gekommen. Das ist meine erste Republika. Ich habe aber immer sehr gerne Talks geguckt online und auch Podcasts gehört und habe irgendwann die Republika gefunden und sehr viel geguckt und war dann natürlich auch Twitter-Follower und eines schönen Morgens stand da der Call für ein neues Design-Team und dann haben wir uns beworben. Das heißt, das ist jetzt das erste Mal, dass ihr überhaupt für die Republika was gemacht habt? Genau. Das ist ja ein sehr umfangreicher Auftrag, nehme ich an. Ja. Was hat das alles so umfasst? Was habt ihr alles, worum musstet ihr euch konkret kümmern? Also wir hatten ein tolles Team. Sehr umfassendes, großes Projekt. Wir haben angefangen mit dem, wurden eingeladen, haben das Motto bekommen und haben uns dann was dazu ausgedacht. Und wir haben von den Stages, von den Printinstallationen, also wir haben das ganze Konzept entworfen und haben dann auch noch ein Team dabei gehabt, die zum Beispiel die ganzen Projekte gemacht haben, Prospekte und Flyer. Das war 4S, Susanne und Silke. Und wir haben auch persönlich noch mit einem ganz tollen Fotografen zusammengearbeitet, Alexei Stemmer. Der hat uns die tollen Fotos geliefert. Und wir haben dann eben auch noch den Intro-Film gemacht und den Trailer. Und
das Ganze halt die uns die Installation ausgedacht und angelegt und so, und jetzt geht es mich mal ins Eingemachte, weil ich habe wirklich ein paar Fragen, weil ich mich mit sowas ganz gerne beschäftige. Aha. Und von daher super, dass jetzt endlich mal hier die Experten auf der Bühne sitzen. Also Into the Wild ist erstmal ein sehr, sehr breites Thema. Ja. Ja? Also was ist jetzt genau Wild? Will man Wildnis haben? Symbolisiert man es irgendwie ganz anders? Und was bei euch rausgekommen ist, ist ein Tannenwald. Nicht meine erste Assoziation mit Wild. Du hast wahrscheinlich an Dschungel gedacht. Beispielsweise. Oder eine unsere erste Assoziation war auf jeden Fall Wald und nicht Dschungel, sondern wir haben das natürlich mit also Bäume, diese ganze Verästelung, die Wurzeln und dieses Wuchern. Und wir haben natürlich im Kopf gehabt, das, was so die letzte Zeit alles passiert ist mit den gruseligen Enthüllungen, Edward Snowden, und dass das alles sehr gruselig ist, und wir fanden, dass der Wald so beides hat. Dass man sich dann, ist ja, eben, dass man sich da drin verlaufen kann, und wir fanden auch, dass es schön ist. Wir haben ja versucht, mit Fragmentierung zu arbeiten und sozusagen und mit Glitches sozusagen zu versuchen, die Wahrnehmung der Leute zu verändern, damit neue Perspektiven möglich sind, damit man nicht nur das Gruselige sieht, sondern eben sozusagen das, was man, weil ja auch diese Welten so verschmolzen sind, man kann das jetzt nicht mehr so auseinander friemeln wie früher. Das eine ist Internet, das andere ist das in Anführungsstrichen echte Leben, oder und wir wollten halt damit arbeiten, dass man sozusagen versucht, die Leute einzuladen, neue Perspektiven zu finden und vielleicht zusammen neue Lösungen. Und den Wald fanden wir toll, auch weil wir Republika sozusagen wie so eine Lichtung sehen und uns vorstellen, dass die Leute, die hierher kommen und auch eben die Speaker vielleicht nicht den Weg im Wirrwarr und dem, wenn man sich verlaufen hat, sozusagen sich in diesem wuchernden, in dieser wuchernden Wildnis wiederfindet, aber sozusagen Licht reinscheinen können und man zusammen vielleicht hoffentlich eine Lösung findet. Kurz mal an das Beamer-Kind. Ich hätte gerne das Beamer-Bild vom Wald. Sorry. So, danke. Wir versuchen hinten noch links reinzugeben. Was man jetzt hier nämlich auch sieht, ist durch diesen Tannenwald, also es war auch schon eine bewusste Entscheidung für einen Tannenwald und gegen einen Laubwald. Also eigentlich muss ganz ehrlich sagen, da gab es natürlich, also am Rande, ja. Da gibt es natürlich eine längere Geschichte dazu. Wir haben im November angefangen, da war der Laubwald leider schon leer. Verstehe. Wir sind nach Argentinien gefahren, hatten vor, da auch ganz tolle Bilder zu machen vom Wald, und hatten das unglaubliche Glück, dass alle 70 Jahre in Argentinien der Bambus blüht. Das heißt, der Wald war voll mit weißem Bambus und sah überhaupt nicht weiß aus. Und dann kamen wir zurück, und hier hat sich der Laubwald auch sehr viel Zeit gelassen mit dem Grünwerden. Und wir haben dann, was auch eigentlich ganz toll ist, über Internet eben Alexei gefunden. Alexei kommt aus Latvia und der hat uns dann sozusagen auch unterstützt mit Bildern. Wir hatten unsere eigenen Bilder. Aber das war sozusagen auch, glaube ich, recht typisch Republika. Es musste jetzt sein. Irgendwie muss es laufen. Was sich dann durch diesen Wald schlängelt, das sieht man ja auch ganz gut. Ich habe das irgendwie sofort als Assoziation Spinnweben. Spinnweben, ja, wir hatten das hat natürlich, hatten wir auch vor, dass das relativ offen ist für Interpretationen. Wir fanden auch, dass es schön ist, dass die sich so organisch bewegen, aber dass sich da eben das Digitale mit dem Analogen oder dem Natürlichen, dem Organischen so mischt und man nicht so genau weiß, was jetzt was ist, weil der Wald, der ist ja auch sozusagen in 3D aufgebaut. Das sind keine normalen Fotos, man ist nicht so genau sicher, was passiert. Und diese geometrischen Formen sozusagen, die bewegen sich wie Lebewesen und das. Aber schon als Netzwerk. Ja, genau, Knoten, genau, die eben auch dieses. Verbunden und genau, beides sozusagen, sowohl der Wald als auch diese Formen, die sich miteinander verbinden und
sich wieder voneinander trennen und zusammenfinden. Aber also dieses etwas vage, unsichere, auch durchaus ein bisschen düster oder deprimierende, das ist bei mir sehr stark angekommen. Und ich bin jetzt insofern beruhigt, dass du sagst, das war durchaus intendiert. Ja. Jetzt natürlich aber andersrum gefragt, wie ist jetzt die Reaktion darauf? Also finden die Leute das gut und sagen, jawohl, das ist irgendwie eine Visualisierung, die unser Gemütszustand so post-Snowden ganz gut einfängt? Oder sagen die, nein, wir müssen doch hier die Konterrevolution und Mut und Aufbruch und Sonnenschein haben? Wir haben ja versucht, eben genau beides zu kriegen, sozusagen, wenn du vielleicht die Eröffnungsshow gesehen hast, der letztendlich, wo es hinführt, ist eine sonnenbeschienene Waldlichtung, in der sozusagen man zusammenkommt, um sich neu zu orientieren und neue Wege zu finden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde total gerne hören, was die Leute denken. Wir haben noch gar keine wirklich viel Zeit gehabt, seit wir hier sind, überhaupt Reaktionen zu... Darauf wollte ich nämlich jetzt eigentlich auch gerade nochmal hinaus. Ich meine, ihr macht das ja nicht das erste Mal, hast du gesagt. Also ihr seid immer mit Events sozusagen, also was heißt immer, ihr habt schon mal ähnliche Dinge für andere Veranstaltungen gemacht. Für Veranstaltungen, wir haben für Theater gearbeitet, aber das ist auch unsere erste Konferenz und Großevent. Okay, aber wie sind so eure Erfahrungen, wie solche Konzepte, und ich meine, ihr macht euch viel Gedanken, ihr habt da so ein Konzept, man steckt da ja tief drin. So, ja. Nicht? Und dann... könnte ich mir auch halt auch gut vorstellen, und ich kenne das auch aus eigenem Erlebnis. Aha. Leute kommen dann da so hin und so, ja, hier Bäume und so weiter, wo ist das Klo, wo ist die Bratwurst? Ja. Ja, das ist irgendwie alles gar nicht so verinnerlichen. Also, hast du da Erfahrungen, dass solche Konzepte auch wirken, dass solche Szenarien, die ihr da entwirft, auch tatsächlich eine Rückmeldung in die Veranstaltung geben? Für uns ist das also, wie gesagt, da bin ich selber noch gespannt drauf. Ich hatte noch nicht mal Zeit, sozusagen durch Twitter zu scrollen und irgendwie zu checken, was so los ist. Wir haben, wie gesagt, noch auf keiner Veranstaltung in diesem Sinne gearbeitet, sondern die großen Sachen, die wir gemacht haben, die jetzt nicht filmmäßig waren, war Theater. Und da ist das natürlich nochmal was anderes, weil da ist das Konzept sehr direkt, also das hat immer funktioniert. Hier haben wir auch gedacht, wir sind sehr gespannt, weil eben ja der Wald eben auch was ist, wo wir gespannt sind, was so ein technisch versiertes Publikum jetzt dazu sagt, plötzlich im Wald zu stehen. Ne? Also dieses Bild halt zu benutzen. Und seid ihr jetzt auf den Geschmack gekommen, was diese Szene angeht? Ja, total. Also ich meine, wie gesagt, ich bin großer Republika-Fan, aber halt sozusagen über YouTube gewesen. Also so, naja, so vernetzt man sich ja heutzutage. Ja, ne? Toll. Man muss ja nicht immer gleich vor Ort sein. Aber trotzdem, ist das so in etwa die Community, die ihr euch auch ausgerechnet habt, dass sie es sei? Ja, also ich war mir schon sicher, dass es sehr, wie sagt man denn? Hip. Zugeht. Auch hip, aber auch sehr divers, also dass sehr viele verschiedene Leute da sind, was ich ganz großartig finde, dass halt sehr viel verschiedenes Publikum da ist. Und es ging viel zu schnell vorbei, so viel, wir hatten gar nicht, also wir haben bis zum Ende sozusagen gearbeitet und dann haben wir jetzt versucht, ich habe natürlich versucht, auch ein paar Talks zu sehen und ja, aber ich fand es sehr beeindruckend und schön. Also, werdet ihr beim nächsten Pitch auch wieder teilhaben? Ja, auf jeden Fall. Okay, wir sind gespannt. Vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön. Ja. Danke euch für die Einladung. Ja, das ist euer Applaus fürs Design. Genau. Dankeschön. So. Also ich finde ja schon, dass so ein Konferenzdesign schon einen Unterschied machen kann. Absolut. Ich erinnere mich an das meiner Meinung nach bisher gelungenste Design auf dem Chaos Communication Kongress, nämlich vorletztes Jahr, 29C3, was also wirklich auch das erste Mal wirklich so dieses Ding der Animation und von Running Code damit reingebracht hat. Also es ist eine große Anstrengung, aber ich glaube, dass man damit auch ganz gut so etwas interpretieren kann. So, und Interpretationen über das Netzgeschehen
hat auch unser nächster Gast gemacht. Wir begrüßen Laura. Laura Dornheim, hallo, willkommen im Sendezentrum in der Sondersendung. Dankeschön, hi Tim. Ich muss es hier ganz klein. Genau, Ralf, justiert dich mal ein bisschen und ich fasse kurz zusammen. Du bist im Netz bekannt als Schwarzblond, das sei gleich nochmal dazu gesagt. Du bist in multiplen Identitäten unterwegs. Und ich versuche das zu streamline. Ja, sagen wir mal so, du bist ja auch politisch sehr engagiert. Dein Vortrag hat heute weniger politische Färbung gehabt, sondern dir ging es da, ich sag mal, salopp um Netzkultur, kann man das so sagen? Ja, ja, ja. Ja, oder? Mindestens auch. Mindestens auch. Also der Titel war die sieben Todsünden Digital Edition. Todessternsünden. Entschuldigung, der offizielle Titel war anders. Die Namen müssen stimmen, alte Schnellisten. Ja, dann mach mal, Ralf. Sag's mal richtig. Los, rette mich. Ja, die sieben Todesstern. Ja, die sind, da steht es doch. Todesstern sind die sieben. Todesstern sind. Genau, und sieben sind. Das ist also angelehnt an die biblischen sieben Sünden. Und genau. Ich konnte bei deinem Talk leider nicht dabei sein, da wurde ja zeitlich auch nochmal irgendwie verschoben. Aber ja, das habe ich auch fünf Minuten vor ich eigentlich anfangen wollte zu reden. Ich stand da, darf ich meinen Rechner einstöpseln? Nö. Ah, ist eine halbe Stunde später. Ah, danke für die Info. Aber es war auf jeden Fall aber auch schon durchaus interessant, das auf Twitter dann nachzuverfolgen. Denn dieser Talk schob so eine Welle von Tweets vor sich her oder zog sie hinter sich her, die dann ganz viel plötzlich mit Beichtstühlen zu tun hatten. Und plötzlich hat jeder da mal die grausame Wahrheit ausgepackt. Erzähl doch mal kurz, was war das Grundkonzept, was du hattest mit dem Talk? Das Grundkonzept, eine meiner großen Schwächen ist ja, ich bin so unfassbar ehrlich, ich habe mit Tante einen Talk vorbereitet und wir haben über Eitelkeit, wollten wir was machen, und zwar, wir haben es total großartig ausgearbeitet und zwischendrin mal irgendwie gebrainstormt und ich hatte auf einmal Todessternsünden, dieses Wortspiel in meinem Kopf und dachte, klingt gut. Weg mit Tante. Nee. Der wäre echt noch viel cooler gewesen, aber den wollten sie dann irgendwie doch nicht haben. Und ich habe das irgendwie angelegt und irgendwie so zwei Sätze dazu geschrieben. Ich glaube, das, was in die vier Zeilen da oben steht. Mhm. Und dann war die Deadline vorbei und ich dachte, das ist eh Schnapsidee und das ist ja egal. Und dann kam irgendwann eine DM und meinte, würdest du es nochmal ausführen? Wir würden den gern reinnehmen. Ich so, okay. Aber der Hintergedanke, wir hatten eben über Sünden irgendwie gebrainstormt und ich als ehemalige Klosterschülerin, wenn auch sehr stolz ausgetretene Katholikin, hab dann irgendwie einen Bezug dazu und ich schwinge auch gerne mal so ein bisschen die Moralkeule. Deswegen dachte ich, das kann gar nicht schaden, sich mal wieder über sowas Gedanken zu machen. Also was ist eigentlich, woher kommt diese Idee der Sünden und hat das auch, wenn es irgendwie schon tausende Jahre uralt ist, auch im Digitalen vielleicht irgendeinen Bezug? Hochmut, Geiz, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Faulheit, ja. Da fehlt vielleicht sogar das eine oder andere, das ist ja auch darauf hingewiesen, also Mord und Totschlag steht hier überhaupt nicht auf dem Index. Ja, weil die Todsünden sind quasi die Leitmotive für alle Sünden. Ja. Mord und Totschlag wird begangen aus irgendeiner dieser Gründe. Aus einer Motivation sozusagen. Ja, genau. Und du hast ein paar schöne Vergleiche gezogen, so der Hochmut, da kam dann so diese elitäre Netzgemeinde, die sich so in Selfies selbst abfeiert und sich unglaubliche Top-Checker-Bunnies hält und auch wenn sie das vielleicht manchmal sind, das kann man halt auch anders sehen. Ja. Oder anders kommunizieren vor allem. Ja, weiß nicht, kannst ja das vielleicht auch nochmal so kommentieren, ich habe mir das hier mal so grob notiert, so auch der Geiz. Ja, den finde ich ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, was du da so als konkretes Beispiel angeführt hast, aber das hat dann so bei mir auch so ein bisschen Echo erzeugt, weil ja so dieses ganze, es ist kostenlos, ja, also auf der einen Seite kostenlos Kultur sozusagen als Vorwurf von außen, ja, in diese Gemeinde hinein, auf der anderen Seite aber auch immer dieses, so wie jetzt dafür bezahlen, will ich jetzt aber auch nicht, so, ja, und man beklagt sich die ganze Zeit, dass man ja ausgebeutet, abgeschnorchelt, verwertet, kopiert und was nicht alles wird, ja, aber so richtig anders machen, scheint es ja auch so recht kein Trend zu geben. Ich finde Geiz tatsächlich ganz spannend, weil da tut sich so zwei Polaritäten auf, also genau das, was du gerade gesagt hast. Einerseits dieses, was ja auch im Netz sehr, sehr einfach ist oder die Versuchung ist sehr groß, so irgendwie so alles umsonst haben wollen und irgendwie
natürlich auch durch nicht existierende sinnvolle Modelle einfach diese Gewohnheit, irgendwie gerade ganz viel Content einfach so zu kriegen, was nicht so optimal ist. Du hast einen Lösungsansatz da auf deinem Shirt, auf Tims Shirt ist ein Flatter-Logo, und auf der anderen Seite aber eben dieses extreme Zumachen, dieses alles irgendwie copyrighten, alles irgendwie muss exklusiv sein. Ich habe ja gesagt, irgendwie, das war tatsächlich ein total spontaner Gedanke, ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal zusammenkriege. Leistungsschutzrecht ist mindestens genauso sündig, wie irgendwie jedes Mal die Taz-Paywall wegklicken. Also ich glaube, das sind so die Extreme und dazwischen muss man sich irgendwie einpendeln, wenn man für sich beschließt, dass Guides eine blöde Sache ist, die man irgendwie weniger ausleben will. Habe ich erst heute Morgen wieder gemacht und mich aber auch ein bisschen schlecht dabei gefühlt. Das ist ja, ne, also der Normcharakter ist ja bei Sünden eben ganz wichtig. Also ich bin eben auch katholisch und auch mit Stolz ausgetreten. Nein, ach so, auch gut, eben ja. Mit, weil wir keine weibliche Päpstin bekommen haben, bin ich ausgetreten. Ernsthaft, ist nachzulesen. Wie auch immer, was ich mich gefragt habe, ist, wie ernst meinst du den Punkt? Weil ich sehe da ein paar Zusammenhänge, die ich gar nicht so unterschätzen würde und das jetzt also auf gar keinen Fall in so eine Klamauk-Ecke eigentlich schieben würde. Wir hatten nämlich gestern ja hier die Tessa und die Ingrid, die sich über Kommentarkultur ausgelassen haben und die hatten unter anderem beispielsweise technische Lösungen dafür oder wie moderieren Leute Forensysteme oder Kommentarsysteme, wie bekomme ich also irgendwie Trolle unter Kontrolle, wie bekomme ich Hater unter Kontrolle und was müssen wir tun, damit das irgendwie nicht mehr passiert. Und das Gefühl, was ich gestern schon immer hatte, war so ein bisschen irgendwie, sagen wir mal, Moral, ja, im Internet wäre doch eigentlich auch mal ganz hilfreich. Und dann da sehe ich dann natürlich dann genau dieses Sündenkonzept drin. Also wenn wir alle einfach ein bisschen anständiger und ein bisschen moralischer und ein bisschen klarer hätten, was eigentlich so unser gemeinsames Spielfeld ist, bräuchten wir vielleicht gar nicht so viel technische Regeln und gar nicht so viel Bestrafungsregeln und Ähnliches. Ist das so eine Schiene, auf der du dich auch so ein bisschen sehen würdest, so? Absolut. Also ich meine es tatsächlich todernst, auch wenn ich das immer wieder und auch in diesem Satz mit einem Augenzwinkern sage. Okay. Ich glaube, man kann auch moralischen Anspruch mit einem Grinsen vermitteln. Gerade, also ich habe Zorn rausgezogen, ist ja auch eine der Todsünden und das eben genau damit illustriert, also diese ganzen Hater-Kommentare und ich glaube, Norm funktioniert halt nicht, weil wir können nicht, ich kann nicht sagen, das ist jetzt die Norm und jetzt halten sich alle dran, ich kann halt nur bei mir selber anfangen. Aber ich glaube, das ist schon ein ganz essentieller Schritt. Also ich gehe mal davon aus und ich hoffe, dass jetzt irgendwie niemand, der hier sitzt oder hier zuhört, sich schon an den übelsten Pöbeleien und den Beschimpfungen auf das Weltjudentum oder sonst was beteiligt hat. Aber mit Sicherheit haben wir auch alle schon mal Tweets geschrieben, die vielleicht einfach nicht so cool waren und irgendwie, ja, irgendwie, was denn das für ein Scheiß oder sonst was, was so einfach ganz schnell mal irgendwie weggetippt ist, aber genau dem schon halt Grund und Boden bereitet. Und ich glaube, was wir tun können, ist halt alle da mal anfangen und irgendwie mal runterschlucken und irgendwie überlegen, okay, pöbel ich jetzt hier gerade einen Menschen an, weil der irgendwas gemacht hat, was vielleicht wirklich scheiße war, macht es aber nicht eigentlich sowohl für mich als auch für den viel mehr Sinn, ihm irgendwie eine DM zu schreiben, darauf zu warten, dass ich ihn das nächste Mal sehe und darauf anzusprechen, hey, du, dies, jenes, aus den und den Gründen und wenn du Lust hast, darüber zu reden, fände ich cool. Das Call-out. Oder, das ein bisschen genau, das, da habe ich auch, ich habe ganz viel auf Tessa verwiesen, weil natürlich Tessas Talk großartig war. Ja, du hast sie zum Beispiel zitiert mit dem Satz, man soll doch Handlungen statt Menschen kritisieren, genau. Was ich eigentlich recht treffend fand. Muss auch noch dazu sagen, gerade als auf diese ganzen Hatereien eingegangen ist, da gab es dann trotz der Silent Stage auch wirklich deutlichen und nachhaltigen Beifall. Ja, also das hat durchaus resoniert an der Stelle. Was? Und, ja, du hast es gerade irgendwie angesagt, fühlt sich scheiße mit der Paywall. Ich habe so ein bisschen überlegt, weil ich will ja eigentlich weg von diesem Katholizismus. Ich glaube, es dient ganz gut als Folie, um sich daran zu orientieren. Aber wenn ich mir überlege, was ist Sünde? Sünde ist genau das, was sich scheiße anfühlt. Also, weil das ist ja, ich will ja eben nicht mich hinstellen und sagen, das sind die Sachen, die ihr nicht machen dürft. Aber ich glaube, gerade die sieben Todsünden sind eine schöne Orientierung, um mal zu überlegen, was gibt es eigentlich an Sachen, die ich tue, so ein innerer Gefühlskompass, wo ich mich danach eigentlich scheiße fühle. Aber was ist denn hier die Drohgebärde? Normalerweise ist das ja die Hölle. Was ist denn so die Internethölle? Muss ich dann irgendwie, wenn ich tot bin, muss ich dann irgendwie den ganzen Tag Windows benutzen? Und alle Kreise schließen sich. Ich habe eine kleine, nicht repräsentative Umfrage in meinem Dark Twitter gemacht und Hölle ist tatsächlich die Trollkommentare, die Kommentarspalten und eben das nicht mehr brauchbare wegen zu geschitstormte Netz. Von daher...
Vielleicht wird man später irgendwann mal so, wird so YouTube-Kommentaren nicht unter 3 Monaten bestraft. Das, ja. Dein Talk war jetzt wirklich ganz, ganz frisch. Ist jetzt erst wenige Minuten quasi her. Wie gesagt, auf Twitter ist schon einiges passiert, weil wir so noch einen Ablasshandel gleich eingeführt haben. Ich habe auch ganz viele DMs schon gekriegt. Hast du vor, das Konzept noch ein bisschen auszuweiten? Weil also, ich finde, da kommt jetzt wirklich der Katholik in mir durch, aber was die katholische Kirche ja doch irgendwie so ein paar Jahrhunderte ganz gut drauf hatte, ist halt so irgendwie Propaganda. Ja? Und ich finde, das ist eine sehr, sehr doch griffige Metapher, die man da plötzlich hat. Das heißt also, bevor ich jetzt irgendjemandem sage, ja, du, dein Tweet war jetzt irgendwie nicht so okay, weil irgendwie dieses jenes, stattdessen einfach nur hier Nummer 7 Zorn, Punkt. Don't do it. Ja, und das, also ich sehe da ein gewisses Potenzial. Sag's mit Franziskus. Die 7. Todsünde lautet der Faulheit. Um der jetzt zu entgehen, muss ich natürlich sagen, das ist eine großartige Idee und vielleicht sollte ich das noch ein bisschen ausarbeiten. Also ich glaube, da ist noch Potenzial für so einen elaborierten Blog-Eintrag, der das sehr ordentlich zitierbar die Sachen irgendwo und mal abdeckt. Ja, ich meine, Copy and Paste war ja dein Beispiel für Faulheit, das fand ich sehr passend. Sehr ja, da geil. Ist ja ausgerechnet Annette Schavan dann sozusagen, ich meine, jetzt ist sie belohnt worden mit so einem Botschafterposten am Vatikan, da beißt sich die Katze auch wieder so ein bisschen in den Schwanz, aber weiß der Geier, welchen Strafmaßnahmen sie dann noch indirekt ausgesetzt wird. Die ist ja noch Katholikin, von daher droht das wirkliche Fegefeuer. Schön fand ich dann auch noch die Völlerei, ja, also wirklich so dieser ultimative Serienkonsum, Shopping, Wahn und irgendwie Subgescrolle. Ja, das glaube ich, das haben wir alle schon mal gehabt. Ein schöner Blick irgendwie. Am Schluss gab es ja auch noch einen Beichtstuhl irgendwie. Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, aber es war auf jeden Fall ein schöner katholischer Roundup so. Und ich denke, es ist immer schön, auch mal mit so ein wenig Humor diese Vergleiche heranzuziehen, um einfach auch mal dieser Szene ein wenig den Spiegel vorzuhalten. Das ist dir gelungen. Das ist schön. Das ja. Vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr, wenn ihr das so seht. Das ist und mein DM-Postfach Beichtstuhl ist natürlich immer noch offen. Okay. Beichtstuhl? Ach, du hast ich habe ja gesagt, also wer sich irgendwie nicht traut, darf mir gerne DM schicken. Und ich habe schon relativ viele gekriegt. Ach, sag bloß, du bist jetzt echt @Beichtstuhl auf Twitter. Nee, ich mache das über meinen normalen Account. Ach so, alles klar. Man kann also direkt bei Schwarzblond beichten, das ist ja auch in Ordnung. Du müsst mir nur sagen, wenn ich euch folgen soll. Aber es ist nicht mit Ablasshandel oder hast du noch ein Monetarisierungskonzept für dich, um den nächsten Okay, dann muss ich jetzt den Punkt noch kurz rund machen, weil das finde ich an der katholischen Beichte genau scheiße. Das heißt, bet mal 3 Vaterunser und dann ist alles wieder gut. Viel hilft sondern viel. Wenn, dann musst du irgendwas tun, was dem entspricht, was du halt irgendwie verbockt hast. Deswegen ist es tatsächlich gar nicht so einfach, jetzt mir irgendwie Dinge zu überlegen, wenn irgendjemand sagt, dies und jenes habe ich getan. Ich dachte vielleicht, irgendjemand bekennt sich zu Copy and Paste bei seinem letzten Republika-Vortrag, was auch immer, und dann kann ich sagen, total toll, dann such dir jetzt ein Thema, zu dem du wirklich auskennst und ergänze den Wikipedia-Artikel. Das war so mein Musterbeispiel an sinnvoller Buße. Aber also ich guck mal, ob Beichtstuhl.com noch zu haben ist und mach da so einen richtig großen Flatter-Button, da kann man dann immer für sich, für seine Sünden ganz entschuldigen. Das ist auch eine gute Idee. Ja. Also schlaf noch mal ein paar Nächte drüber, dieses so, also ich genau das Gegenteil von dem, also alleine das auch mal irgendwo noch mal durchformuliert zu haben. Ja, du hast irgendwo einen Trollkommentar geschrieben, dann schreib irgendwo auch noch mal hin, wo du wirklich inhaltlich was ergänzt und so weiter. Ja. Das auch das hat Potenzial. Ich sehe da eine große Zukunft des Digital-Katholizismus vor. Katholizismus 2.0. Okay, Laura, wir brechen das an dieser Stelle auf. Vielen, vielen Dank für deinen Beitrag hier, für die Sendung. Ja, dein Applaus, dein gerechtfertigter. Und wir gehen in die letzte Runde und wollen hier den Blick auf die Republika nochmal hier mit Teilen des Teams eröffnen, kommt bitte zu uns. 2 Plätze sind frei. Die Dame nach links, der Herr nach rechts. Und du bist Simone. Richtig. Hallo Simone. Hallo. Und Michi auf der anderen Seite. Willkommen in der Sondersendung. Ihr seid. Danke. Ihr seid nicht die, aber ihr seid Teil der Organisation, vor allem nämlich an jetzt des logistischen Teils. Ich weiß, Michi kümmert sich im Wesentlichen darum. Was ist dein Part gewesen auf der Republika, Simone? Ich unterstütze Andreas bei der Projektleitung. Also ein Potpourri aus Aufgabenbereichen. Aha, okay, gut. Ja, Andreas hatten wir ja schon ganz zu Anfang hier in der ersten Sendung. Und Michi, wie würdest du deine Aufgabe beschreiben, bevor ich es wieder falsch erzähle? Weil meine Aufgabe, ja, ich technische Leitung, also quasi ich kümmere mich darum, dass alle Kabel, alle Lampen, überall Sound ist und dass
alle glücklich und zufrieden sind. Okay, das scheint ja ganz gut gelungen zu sein. Wie lange arbeitet ihr jetzt schon an der Republika? Wie lange insgesamt? Ja, also seit wann ist sozusagen Republika für dich ein tägliches Thema, sagen wir es mal so rum? Seit Januar. Seit Januar. Mhm. Das gilt wahrscheinlich für dich ähnlich, oder? Nee, ich glaube, es ist jetzt die fünfte, bei der ich dabei bin. Und sechste war ich, also vor 6 Jahren war ich erstmal als Besucher da. Nee, ich meinte jetzt sozusagen nur diese Veranstaltung jetzt konkret. Also wann kickt das so rein? Wann gibt es nur noch das Thema? Ab März, April ist heiße Phase und dann jeden Tag, ja. Das heißt, also nochmal noch eine Ecke mehr rotiert Simone. Sagen wir mal so, also die Vorbereitungen von einzelnen Teams haben auch schon vorab begonnen. Wie man sich vorstellen kann, sind auch schon Ideen, wie welches Thema überhaupt, wie bauen wir uns überhaupt auf. Die fangen natürlich schon nochmal früher an, aber ja, ich kann mich nur zustimmen. Die heiße Phase läuft jetzt seit, ich würde sagen, einem knappen halben Jahr so. Also die heiße Phase noch ein bisschen weniger. Wir rotieren jetzt nicht ein halbes Jahr durch, aber so in etwa. Also du bist ja dann auch, sagen wir mal, auch im gesamtprogrammatischen quasi dann mit drin. Also es geht mehr als jetzt nur um Bühnenaufbau, es geht um Organisation des Konferenzteils, andere Dinge. Kannst du mal so ein bisschen so einen Einblick geben, wie ihr so arbeitet, was so eure, wie das bei euch funktioniert? Mhm. Also insgesamt sind wir thematisch, also jetzt ich mache einfach mal so einen Überriss, ihr habt ja auch die Webseite hier offen, da sieht man es eigentlich auch ganz gut, also wenn ihr es ein bisschen kleiner macht, dann untermauert ihr quasi das, was ich jetzt erzählen werde. Da seht ihr eigentlich ganz gut, wie wir grundsätzlich aufgebaut sind. Ich warte mal kurz, bis es kleiner ist. Wenn man oben anfängt, noch weiter oben, dann seht ihr 4 Personen, die ihr ja alle kennt. Dann geht es weiter runter. Das heißt, da haben wir ja einerseits auch, wie ihr wahrscheinlich eh auch alle wisst, dieses Jahr die tolle Möglichkeit gehabt, 3 großartige Partnerveranstaltungen im Gelände zu haben. 2 davon sind ja jetzt gerade hier, also die DroidCon und der Linux-Tag. Bis gestern war ja hier noch die Media Convention, da hatten wir eben auch programmatisch, da sieht man sie, Jule noch mit im Boot, sowie Geraldine. Wir haben ein Programmteam, ein großes und großartiges, so möchte ich sagen. Dann geht es noch weiter runter. Da seht ihr... Sandra hat kein hübsches Foto. Da seht ihr unsere Partnermanagerin. Selbstverständlich gibt es viele Partner. Wir versuchen ja immer, unsere Ticketpreise so günstig wie möglich zu halten. Einfach deswegen, weil wir ja eben uns selber als Konferenz für die digitale Gesellschaft sehen und deswegen auch einen großen Zugang ermöglichen wollen und tollerweise auch eigentlich immer schaffen. Beispielsweise war ja die Kooperation mit dem Berliner Fenster sowas, wo wir uns darüber gefreut haben, einfach nochmal ganz andere Leute anzusprechen und irgendwie mit den Themen zu sensibilisieren. Dann gibt es ein Event-Team bei uns und es gibt inklusive Technik und Logistik und wir können noch weiter runtergehen. Da seht ihr natürlich auch diejenigen, die hier sich ums WLAN kümmern, im Team aufgebaut und diejenigen, die auch die insgesamt rund 500 Helferinnen und Helfer, die wir hier vor Ort haben, ohne die diese Veranstaltung auch nicht möglich wäre, koordinieren. Dann haben wir einzelne Programmpunkte, da seht ihr zum Beispiel Verena, die eben genau das ganze Thema oder die ganze Kooperation Berliner Fenster und ePubli, wir haben ja auch einen Reader, den man downloaden kann und der auch betreut und koordiniert werden will. Das hat Verena maßgeblich mit Matthias, also unserem Redakteur, zusammen gemacht. Und dann gibt es natürlich noch ein Art Department mit Architektur. Also alles, was ihr hier seht, wurde natürlich irgendwie gestaltet und kreiert. Und ich könnte immer so weiterreden, aber ich glaube, jetzt höre ich mal da auf. Ja, also zeigt ja schon mal ganz gut, was das überhaupt für eine Bandbreite hat. Ich denke, man macht sich das hier immer nicht so richtig klar. Ich denke, was nicht nur auf der Republika so ist, sondern eigentlich auch andere Community, aus einer Community heraus geborene Veranstaltungen auch immer wieder schnell betrifft. So kaum wird es irgendwie groß und man hat viele Sponsoren. Den klassischen Vorwurf der Kommerzialisierung, was auch immer das dann konkret heißt, mag. Schnell gewachsen. Aber man merkt hier schon sehr schnell, also gerade mit dem großen Helferanteil, dass dann hier doch wirklich auch eine ganze Menge, ja, was denn so bottom-up, also wirklich auch noch wirklich sehr viel Community auch tatsächlich am Start ist. Tatsächlich, das fand ich eigentlich die schönste Geschichte gestern. Wir hatten gestern noch ein Produktionsmeeting, das machen wir jeden Abend, um irgendwie nochmal zu besprechen, wie der Tag gelaufen ist. Mhm. Und da erzählte uns jemand, dass es einen Partner gab, der sich aufbauen wollte. Dann gab es da zuerst ein bisschen Irritationen und dann ist irgendwie das System von ihm selber ausgefallen. Und dann waren einerseits Helferinnen und Helfer am Start, andererseits haben dann tatsächlich ein Besucher ist eingesprungen und hat dann tatsächlich das Ganze programmiert und zum Laufen gebracht. Also so ist es so ein bisschen so das, was ich sagen würde, was ich genieße und was ich das Schöne daran finde, dass es jetzt nicht nur
um das Team und die Helferinnen und Helfer eigentlich hier am Start sind, sondern dass, ja, selber als es am Montag angefangen hat zu regnen, am Dienstag war das, war dann plötzlich so, oh, wir müssen die Boxen schnell unter die Brücke bringen und dann war ich bei der Box, hätte es alleine nicht geschafft und sofort hatte ich drei Leute um mich rum, die mit mir geholfen haben. Also das ist eigentlich, das ist irgendwie so ein bisschen die Atmosphäre, finde ich, hier und das ist auch das, was es irgendwie so einzigartig macht. Was ist euer Deal mit den Helfern? Genau. Ja, unser Deal mit den Helfern, also jeder, der 8-Stunden-Schicht macht, kriegt von uns halt ein Freiticket für die gesamte Veranstaltung, kann halt vorher oder nachher oder während der Veranstaltung dabei sein und es klappt irgendwie jedes Mal echt großartig, irgendwie jeder versucht halt das reinzugeben, was er am besten kann, kann sich aussuchen, ob er halt quasi in der Akkreditierung arbeitet oder zum Beispiel auch im Technikbereich hilft und das ist irgendwie auch das Wichtige und das Schöne an dem Großen und Ganzen, dass irgendwie jeder halt das machen kann, was er am besten kann und irgendwie helfen kann, unterstützen, gerade auch die Geschichte, die Simone erzählte, so läuft das eigentlich den ganzen Tag, dass halt jeder an jeder Ecke aushilft, jeder halt schaut, ob es den anderen gut geht, jeder auf den anderen aufpasst und halt jeder an allen Ecken mithilft, sodass das Ganze irgendwie gemeinsam zustande kommt. Kommt ja hier schon eine sehr gemütliche Stimmung auf. So. Also ihr habt keine schlechte Laune gerade. Es ist gut gelaufen. Definitiv. Das, ja, das scheint mir aber ja generell so. Also egal, mit wem ich jetzt hier von der Orga zu tun hatte, also auch Sandra, ja, schwebt immer so auf ihrem... Ihr habt ja diese lustigen Roller, wie heißt die nochmal? Das sind so Kickboards. Also ohne die wäre es, glaube ich, echt nur langen so Strecken unmöglich zu bewerkstelligen. Ja, gefühlt völlig tiefenentspannt schwebt sie immer so durch die Gegend und lächelt mal nach links und mal nach rechts. Also ich habe Veranstaltungen mit deutlich mehr irgendwie Stresslevel schon erlebt, gefühlt. Oh ja. Also auf jeden Fall, also es wäre natürlich gelogen, wenn es keine Herausforderung wäre. Also das, ich glaube, wir freuen uns alle auf nochmal eine Runde Schlaf, sagen wir mal so. Aber nichtsdestotrotz, Schlaf ist das eine, es wird wahrscheinlich nächste Woche kommen. Und das, was diese Woche passiert, ist einfach sehr inspirierend und macht sehr viel Spaß. Und dafür lohnt es sich auch mal ein bisschen weniger zu schlafen. Kannst du noch mal kurz so ein bisschen die, Michi, kannst du noch mal ein bisschen so die Größenordnung hier noch mal irgendwie skizzieren? Also, dass es hier viele Bühnen gibt, ist klar, aber man hat, glaube ich, irgendwie gar kein so richtiges Gefühl, wie groß das eigentlich alles ist. Naja, also ich sag mal so, insgesamt sind es, glaube ich, so fast 3 Fußballfelder, wenn man das mal zusammenfassen würde, in den verschiedenen Räumen und Ebenen. Und klar, 13 Bühnen hört sich viel an, ist es letztendlich auch, aber klar, die ganzen Kabel, die wir von vornherein verlegt haben, wenn ich das jetzt mal zusammenrechnen würde, kommen da, glaube ich, etliche Kilometer zusammen. Hatte dir auch versprochen, ich bringe noch ein paar Statistikzahlen mit. Wetter hat mir gerade eine E-Mail geschrieben, kann ich gleich dir auch noch mal was zu sagen. Aber letztendlich, natürlich, es wird von Jahr zu Jahr größer, als wir damals im Friedrichstadtpalast noch waren. Okay, da hatten wir diese eine große Bühne, da war halt alles da und hier ist halt alles nackt. Also wenn man, als wir hier reinkamen, also wir sind ja schon seit 2 Wochen jetzt hier und arbeiten von hier oben aus, wenn es halt alles leer ist, man kann sich halt kaum vorstellen, was halt, ne, wie lange das einfach dauert, bis alles aufgebaut ist. Dann haben wir 3 Tage, 3 Nächte mit einem Riesenteam aufgebaut und ja, haben jetzt noch 3-4 Tage vor uns, bis das alles wieder, ja, rückgabemäßig alles überstanden ist. In 3 Tagen muss alles geputzt und gekehrt sein, ja? Ja, Montagmorgen, oder? Genau so. Kehrwoche. Ja. Vorschrift. Ja, Ralf, lass dir mal eine kluge Frage einfallen. Ich bin gerade ein bisschen aus der Spur. Wir hatten das Thema jetzt bei 2 Gästen schon, die auf ihren Silent Stages hier waren. Habt ihr insgesamt so eine quasi pseudo-statistisch-empirische Rückmeldung, A, wie es bei den Speakern ankam und B, bei den Zuhörern? Wollen die das wieder haben? Ist es sowieso alternativlos, weil man sonst nicht so viele Bühnen akustisch bespielen kann? Also, was habt ihr da schon so eine Gefühlslage zu? Na, also offen gestanden, ich habe noch nicht wirklich viel von gehört. Wir haben das bei einer anderen Veranstaltung schon mal ausprobiert letztes Jahr und da hat es halt hervorragend geklappt. Klar, also technisch eins. Klar, natürlich ist es eine andere und schwierige Situation für den Sprecher, der halt vorne steht, sich selber auf den Kopfhörern zu hören. Ich meine, das ist nicht für jeden einfach, aber es hat gut funktioniert bislang. Wir haben irgendwie 800 Kopfhörer auf die verschiedenen Bühnen verteilt und gut, klar, wir haben halt, gerade wenn du die lange Halle anguckst, wir haben halt keine andere Möglichkeit, also um halt so viele Bühnen in der Größenordnung zu ermöglichen. Aber bislang, ich glaube, kein Kopfhörer ist bislang weg. Das ist natürlich auch ein gutes Zeichen. Ja. Nee, aber ich finde, das hat in der Art und Weise echt gut geklappt.
Also es gab, da können wir ja mal ein bisschen die Rückmeldungen hier einfließen lassen, die wir jetzt hier vor allem auch in den Gesprächen gehört haben. Also abgesehen von so einer leichten Verstörung als Sprecher, was so ein bisschen bemängelt wurde, ist, dass einfach so die Interaktion mit dem Publikum nicht so richtig aus dem Staatlichen kommt. Das kann natürlich dann auch sein, und wenn man wirklich einen Schenkelklopfer am Start hat, dann kriegt man das auch mit. Aber es ist halt, sagen wir mal, es hebt sich da einfach sehr schwer so aus der Masse heraus, weil alles erstmal so unglaublich stumm ist. Dazu, ich habe jetzt auch schon mal eine Aufzeichnung eines Events mir dann so im Netz angehört, und das Skurrile ist, man hört halt den Sprecher und alle Reaktionen, die man hört, sind aus dem anderen Saal. Und da ist halt immer dieses Gemurmel des anderen Vortrags, und es hört sich dann sozusagen so als Fernteilnehmer so an, irgendwie so nobody cares, beziehungsweise so alle reden dazwischen die ganze Zeit. Niemand interessiert sich, was da irgendwie so auf der Bühne stattfindet, da du im Video ja auch nur diese Person siehst und überhaupt nicht weißt, was die schweigende Masse da gerade macht. Also es hat so ein gewisses Verstörungspotenzial. Also man muss es auf jeden Fall machen. Ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn die sich alle nicht in die Quere kommen sollen, dass irgendwie alle Bühnen leise sind, aber das ist dann wahrscheinlich auch irgendwie nicht optimal. Also ich verstehe, dass die Zwänge hier natürlich krass sind, aber das hat definitiv noch Optimierungspotenzial. Ansonsten finde ich eigentlich die Aufteilung gut gelungen. Also es ist einfach, man merkt, dass hier so über die Jahre gelernt wird. Das ist immer, ich finde es generell immer sehr schön, wenn so Veranstaltungen auch, dass man einfach auch merkt, sie spulen nicht mal wieder dasselbe Programm ab, sondern man nimmt dieses Feedback auch auf und entwickelt dann über diesen Zeitraum bis zum nächsten Jahr auch einfach Lösungen, die dann am Ende dann auch eben zeigen, okay, also das wird dann auch wahrgenommen. Also für mich bestes Beispiel, wo ich also sofort so einen Moment der Entspannung hatte, letztes Jahr war einfach dieser zentrale Hof mit den ganzen Partnerständen und so weiter, das war so eine Barrikade, das war einfach so alles so untransparent. Man musste auch die ganze Zeit da um diesen Affenfelsen immer so riesige Wege drumherum machen, so diesmal die Pfade in der Mitte und so weiter, man wurde nicht mehr blockiert, es war auch einfach durch das Design, so mit diesen freihängenden Waldbildern und so weiter, es war einfach viel durchsichtiger, man konnte mehr wieder finden, was, und habe ich so ein bisschen aufgeatmet, dachte mir so, okay, ist klar, irgendwie die Botschaft musste man gar nicht noch weiter vermitteln, so hier wird auch gelernt. Und das ist insofern auch ein kleines Lob von meiner Seite. Danke. Super. Ja. Dankeschön. Ralf. Tim. Statistiken, genau. Ja, hast du noch tolle Zahlen, dann liefer mal ab. Genau, also Wetter hat mir gerade geschrieben, 3,65 Terabyte, in welcher Relation das auch immer stehen mag. Ja. Er hat 148 Access Points verteilt. Das sind jetzt die Netzwerkstatistiken? Das sind die Netzwerkstatistiken. Ah, okay. Das ist das Einzige. Ich habe eine Rundmail an alle vorher geschrieben, das ist das Einzige, was bislang zurückkam. Bis so heute Abend habe ich bestimmt noch mehr, das reiche ich dann gerne noch nach. Aber was ist denn mit der Teilnehmerzahl? Das würde ja auch alle interessieren. Das würde Simone gleich bestimmt noch sagen können. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat Wetter noch geschrieben, dass wir 10.659 IP-Adressen vergeben haben. Das ist auch schon nicht schlecht. Ist auf jeden Fall sehr digital hier alles. Ja, an der Stelle einen digitalen Applaus für Wetter und die Crew. Auf jeden Fall. Klar. Digitalen, den analogen Applaus wollen wir haben für Wetter. Das haben die Jungs auf jeden Fall auch verdient. Die haben sich wirklich unheimlich viel Mühe gegeben und lange, lange Nächte geschuftet. Haben wir schon gehört hier. Und was ist nun mit der Teilnehmerzahl? Gibt es da eine offizielle oder ist das alles noch geheim? Das ist alles noch super geheim. Ja, aber es waren mehr. Es waren mehr. Okay, gut. Wann wird das wo, in welchem Kontext dann verkündet? Das ist auch noch super geheim. Es muss noch Geheimnisse geben. Also im Endeffekt, es gab ja auch schon im Vorfeld, es gab ja im Vorfeld auch schon Dimensionen, die rausgegeben wurden. Ich glaube, da sind wir auch ungefähr gelandet. Also ich glaube nicht, dass wir unter 5.000 Besucherinnen und Besucher hier willkommen heißen durften. Und tendenziell würde ich jetzt mal sagen, eher nach oben. So fühlt es sich auch an. Mhm. Was ein bisschen neu war, also ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es letztes Jahr schon war, aber es sind halt sehr viel mehr andere Veranstaltungen noch mit hineingeflossen. Mhm. Also es gab ja hier im Anschluss jetzt hier DroidCon Linux-Tag, das war neu. Ich glaube, diese Media Convention. Nicht im Anschluss, mitten jetzt? Also mit einem Tag Überlappung, aber das geht ja dann auch noch weiter. Mhm. Überlappung, ich würde da eher sagen, synergetischer Austausch von unterschiedlichen Perspektiven. Ja, bei uns überlappt es sich ganz gut, weil komm, dass wir jetzt dieses Gespräch beenden, fangen wir an, hier alles schnell auseinander zu fummeln, damit die nächste Veranstaltung hier stattfinden kann. Wie auch immer, also was war so eure Idee dabei, überhaupt jetzt noch die Republika mit so vielen anderen Veranstaltungen zu verzahnen, und wie ist das gelungen? Möchtest du sein?
Der würde ich dir gerne den Vortritt lassen. Also ich glaube, ich habe es vorhin schon kurz angeschnitten. Es geht uns ja eigentlich wirklich um die Idee einer digitalen Gesellschaft. Und wenn ich Gesellschaft sage, dann wird ja auch oftmals der Vorwurf der Filterbubble und etc. erhoben. Und genau das ist eigentlich was, wo wir eigentlich versuchen, uns zu Herzen zu nehmen und zu sagen, okay, andere Perspektiven darauf und vor allen Dingen eben auch, wenn man jetzt die Droidcon nimmt, mit eher wirklich Entwicklerperspektiven oder jetzt eben den Linux-Tag oder jetzt eben auf der anderen Seite die Media Convention, wo wir eher mit klassischen Medienschaffenden zu tun haben, sind alles relevante Perspektiven auf das ganze Thema. Und eigentlich genau das ist eigentlich das Schöne daran, irgendwie tatsächlich mal aus seinem eigenen Kochtopf rauszugucken und ja, vielleicht auch mit einer Perspektive konfrontiert zu sein, die einfach anders ist als die eigene. Und genau darum geht es ja eigentlich, um einen kritischen Diskurs. Und der, finde ich jetzt einfach ganz persönlich, kann nur dann stattfinden, wenn man eben auch aus unterschiedlichen Perspektiven blickt. Und darüber bin ich persönlich eigentlich wirklich glücklich. Deswegen habe ich vorhin auch mal das Berliner Fenster benannt. Da gibt es ja auch, kann man sich vorstellen, Menschen, die sich das angucken und sich denken. Muss man vielleicht für die da draußen auch einfach mal erklären, was gerne. Das ist? Also sprich in den U-Bahnen, genau, die Displays. Also im Endeffekt, unser Stichwort ist Republika Goes Underground. Also in den U-Bahnen gibt es in Berlin ein TV. Das ist tatsächlich auch eine ganz spannende Geschichte, aber sonst dauert das hier zu lange. Sei es drum, wir sind sehr glücklich, dass wir dort über die Inhalte, also die Inhalte werden dort gescreamt von der Republika in unterschiedlichster Form. Da hat uns das Berliner Fenster eben quasi die Möglichkeit gegeben und diese Kooperation gibt uns eben die Möglichkeit, die Leute, die U-Bahn fahren, eben auch mal zu sagen, was hier eigentlich alles passiert. Und das finde ich ganz wunderbar, weil ich glaube, das sind Menschen, die sich vielleicht eben nicht unbedingt in diesen Facetten damit auseinandersetzen, wie wir hier alle gerade. Aber wäre ja immer noch eine Steigerung, dann auch diese Kopfhörer dann direkt in der U-Bahn zu verteilen. Ja, finde ich eine super Vorträge Anregung. Hören, ne? Aber ich habe die Befürchtung, dann würde Michi nicht sagen, es ist keiner weg. Das glaube ich allerdings auch. Da hätte ich jetzt Sorge. Nee, alles bleibt unter Kontrolle, vor allem wegen euch und eurem Team. Vielen Dank, Simone und Michi, für die Berichterstattung und die Teilnahme hier an der Sondersendung. Genau. Danke euch. Ja, tja, Ralf. Dann machen wir den Laden hier mal dicht. Ja, wir machen den Laden jetzt dicht. Haben wir noch famous last words? Oh! Stage Action. Das ist doch wieder dieses Sendegate. Das ist wirklich das Einzige, was nicht aufgeklärt werden konnte. Aber dazu gibt es dann vielleicht später in einer weiteren Last-Minute-Ausgabe vom Sendezentrum noch Aufklärung. Ja, das ist das große Rätsel gewesen hier auf der Republika. Viele Leute waren sehr verwirrt und auch wir sind immer noch im Unklaren. Das ist nicht schön gelaufen. Ja. Und nach hinten raus kommt auch eine Schärfe rein, die wirklich nicht gut ist. Das ist, Transparenz ist auch nicht immer gut. Wir sagen danke, tschüss, das war's. Republika und Sendezentrum. Bis bald. Bis bald.